same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do? Part of me wanna play, 'cause I don't know if it's for sure. Suddenly, I don't feel so insecure. Part of me wanna play, 'cause I don't know if it's for sure. Moin und willkommen zu einem neuen Stream. Ich glaube, Musik ist ein bisschen laut, oder? Ja, Forza-Saison und so weiter, wie immer eigentlich alles. Und ich habe lange nicht mehr gespielt wieder. Werde ich auch später nochmal was zu sagen. Ja. Schauen wir mal, jetzt mal was gucken. Moin, Dommer. Hallo. Ist schon live. Ja. Okay. So. Ich Mein Flopdorf, mein Emil, mein Peter, by the way. Ich glaub, bin heute auch live. Oh, wild. Warte. Habe ich mir überlegt. Auch mal wieder. Mhm. Thomas, du streamst wahrscheinlich auf Twitch, ne? Ja. Thomas Licht findet ihr dann hier. Auf Twitch, ne? Ja. Jupp. Thomas Licht findet... Ah, doppelt... Ja, okay, perfekt. Der Profi. Saisonveranstaltung für den Frühling stehen. Wenn du dich verirrst, immer doch, folge dem schlammigsten Pfad, den du siehst. Kennt man doch. Ja, Flopshoff kannst du gerne machen. Was heißt du kannst? Du musst? Ja, stimmt. Du musst. Wir lassen dir keine Wahl. Hallo? Warum sollten wir? Ah, moin Emil. Hier, wechseln wir. So. Ich muss noch mal ganz kurz weg, ich bin gleich da. Ja, perfekt. So, fangen wir mal mit den PRs ans Mann. Das Ding ist, worüber ich gerne mal reden würde, ist, ich weiß nicht, ob und wie lange ich das mit den Forza-Streams tatsächlich noch mache. Nicht, weil ich keine Lust mehr wirklich drauf habe. Oder weil ich keinen Bock mehr aufs Spiel habe oder so. Ich liebe das Spiel immer noch. Aber das Problem ist einfach, dass ich momentan halt extrem viel Spaß an den ganzen Sachen habe, die ich in Race Room mache. Also jetzt nicht nur fahren, sondern auch die ganzen Trailer, die ganzen Sachen, die halt momentan da stattfinden. Heute gibt es übrigens ein Shopping-Card, was man fahren kann. Weil 1. April. Keine Ahnung, ich habe da momentan halt viel mehr Spaß dran. Das Problem ist halt, dass donnerstags immer die neue Season anfängt. Also, ja, neue Woche halt. Und ich mache momentan ja mal, habt ihr wahrscheinlich gesehen, diese Schedule-Trailer und dann noch den normalen. Und ich habe dann immer, oder ich möchte eigentlich immer direkt damit anfangen, weil ich da halt Bock drauf habe so. Aber das Problem ist halt, die werden erst Donnerstagmittag revealed. Und während des Vorsatzes, das hatte ich jetzt schon in den letzten 2 Wochen, habe ich mir dann die ganze Zeit gedacht, ich könnte jetzt auch am Trailer schneiden. Oder schneiden oder aufnehmen, besser gesagt. Ja, ich muss mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Wochen ist, weil jetzt startet Forza ja eine Stunde später. Was ganz gut ist, weil dann kann ich da morgens immer schon ein bisschen dran arbeiten. Also ich habe jetzt für 3 von 8 Rennen schon die Rennen quasi gefahren, damit ich da nachher aufnehmen kann. Auf der anderen Seite, ich meine, ich möchte dieses Spiel auf jeden Fall weiter spielen. Ich möchte auch, mal davon abgesehen, dass es nur Sinn ergibt, das donnerstags zu machen, alles, also die Season, möchte ich das auf jeden Fall weitermachen. Ich finde, ich bin euch das auch ein bisschen schuldig, quasi dahingehend. Und das Spiel ist ja auch das, womit mein YouTube-Kanal es wirklich angefangen hat. Oder was jetzt wirklich angefangen hat, das tut's vielleicht auch nicht, aber was so, ja, 2 Jahre lang, glaube ich, die Hauptsache auf meinem Kanal war. Von daher... Oha, er hört auf mit YouTube oder was? Ja, nee. Das nicht. Das ist halt einfach ein bisschen blöd. Vor allem, weil ich dann, ich hab dann donnerstags, fange ich am Trailer an. Ich mache hier Forza-Stream. Dann freitags nehme ich nur für die Trailer auf und fange an zu schneiden und so. Am Wochenende mache ich dann die Trailer fertig und fahre die Endurance-Rennen in Race Room. Und Montag und Dienstag mache ich quasi nichts gefühlt. Das sind immer so 2 Tage, in denen ich gefühlt nichts mache. Was mich dann auch irgendwie... Das fühlt sich halt so verschwendet an. Also wenn mich dann jemand fragt, ob ich einen Trailer machen kann, mache ich den dann normalerweise dann. Aber ja. Also ich werde wahrscheinlich nicht allzu schnell mit Forza aufhören, aber es ist so ein bisschen blöde Ausgangssituation dafür. Weil ich meine, das montags oder dienstags zu streamen, also die Season, macht halt auch keinen Sinn. Weil, wer wird da noch nicht die Season haben und das dann noch machen, so? Wer wird sich's dann angucken, so? Das ist halt einfach ein Donnerstagsding. Deswegen. Ja. Von daher, mal schauen, wie es in den nächsten Tagen halt so ist, wenn es später ist. Wie später? Ja, eine Stunde später. So. So. Ich bin weiter mal. Ich bin schon dran. Ich weiß. Erstmal Streamer-Modus anmachen. Oh, stimmt. Ganz wichtig, ganz wichtig. Oha, einfach 80% Serienbonus. Er hat gelernt, löscht die Nachrichten immer. Hm? Wer löscht was? Verstehst auch nicht. Hä? Was meinst du? Wundert mich, weil von uns lernt niemand was. Ja. Und das mit dem Löschen ist auch eine Lüge. Ich bin lost. Und das nicht ich? Ach, wir beide. Wir beide können das gut. Ja. Wir alle irgendwie. Hm. Die aus der Nachrichtenzentrale. Hä? Ich glaube, Floffdorf hat irgendwas geschrieben und YouTube dachte sich, nee. Oha, YouTube. Was soll das? Zensieren die erstmal Floffdorf. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Moin Hardworker. Hallo Hardworker. Das kann ja wieder lustig werden. Das ist locker irgendjemand aus deiner Klasse. Ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Den ich nicht kenne. Wobei ich kenne einige aus meiner Stufe tatsächlich nicht. Ach so, Business Payout und so halt. Ich verstehe es immer noch nicht. R-E-E-E. Hm. Foto, Kultauto, Mortimer Gardens. Apropos autistische Geräusche. Dauert ja gar nicht mehr so lange, bis Luca da ist. Stimmt. Wegen der Zeitumstellung. Und wenn du dann noch eine Stunde später anfängst, kann er sogar direkt Luca. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich mit der Ausbildung anfange. Wie sehr ich dann noch Zeit dafür habe. Ja, dann muss halt die Ausbildung abbrechen, wenn es nicht geht, ne? Ja, klar. Muss schon vor uns das Stream, anders geht's nicht. Bitte keine Gehirnzellen verlieren als April-Scherz. Ich kann nicht mehr viel verlieren, was willst du? Ich hab schon alle verloren. Oh, Floffdorf ist da. Ehre. Letzten Stream habe ich nicht mitgemacht, ne? Nee. Nö, da hast du geschlafen. Ui, Floffdorf, ui. Ja, habe ich gepennt. Schlafrhythmus 5000 einfach. Ich wollte ja auch mal länger schon streamen, aber das ist wieder Stream, aber mein Overlay und mein ganzes Ding ins Fall weg alles. Ja, weil du Windows neu gemacht hast und so, hab ich vergessen zu speichern. Ja. Ich habe die zum Glück auf einer Festplatte, die ich einfach rausgesteckt habe. Als Overlays. Ganz cool. Also die Dateien hatte ich schon, da musste ich nur zusammenstellen. Ach so, ja, muss ich. Aber ist bei mir zum Glück nicht so kompliziert. Hat zwar Zeit gekostet, aber ich konnte auch ein bisschen was überarbeiten, wozu ich vorher immer zu faul war. Ja, du kannst es auch einfach abspeichern, ist die Sache, aber... Ja, ich weiß. Dafür bräuchte man schon 300... Vor allem, weißt du, ich habe alles gefixt und dann war das ja mit der, dass ich oder generell Microsoft Sachen nicht verschieben konnte und ich den PC nochmal... Das heißt, ich konnte alles zweimal machen. Ey, wir sind 3 Horizon-Stars mittlerweile. Nice. Floffdorf hat direkt die neuen Emotes gefunden. Ui. Na, irgendwie bin ich gerade lost. Ach, du probierst es die ganze Zeit auch. Oder das erste Mal jetzt. Nee. Hä? Ach, ich guck dir gar nicht zu. Ach, ich bin lost. Ist ja mein Stream und nicht deiner. Ups. Ja, sowas Nice hat YouTube nicht, das stimmt. Ja, ich habe jetzt auch Fehler. Einfach better Twitch TV Emotes hinzufügen, voll nice. Ich mache mal auch deinen Chat auf. Ja, Mann. Ist ja auch Mod da, ne? Also. Musst du moderieren. Ja. Sonst gibt's hier... Und du bei mir. Jo, Alter. Ja. Ja, moin. Kann alles ich klar, Digga. Nicht als Pop-Out machen bei Twitch? Hätte das gezählt? Ja. Ja, kann man. Musst du auf Zahnrad klicken. Kannst du mal ein LS6 fahren? Der Sound interessiert mich. Ja, klar, kann ich machen. Approach, perfekt. So. Mach mal lauter. Perfekt. Wir müssen einfach so den Chat von dem jeweils anderen bei uns im Stream auch einblenden, damit der jeweilige andere Chat das sieht, was passiert. Ja, klar. Schon nicht schlecht, ne? Hier, Fabi hatte das mal, er hat auf YouTube und Twitch gleichzeitig gestreamt. Und dann hatte er die beiden Streams bei sich im Overlay drin, damit der jeweils andere Stream das sieht. Das ist schon nice. So. Was fahren wir jetzt? Prüfung, fragt mich nicht, was es ist. Perfekt, Digga. Mal wieder schön, Ich habe in noch keinem Stream darauf geachtet vorher, glaube ich. Erreichbares Traumauto, uff. Ja, ist schon doch noch ziemlich teuer, ein R6. So ein Daihatsu 3-Rad-Teil da. Also mein wirklich erreichbares Traumauto ist halt... 350Z ist halt noch ziemlich günstig. 350Z ist absolut billig eigentlich. Ja, ich hab letztens mal geguckt und ich habe auch ein paar gefunden. Warte mal. Ja, so 10.000, 11.000. 9.000, hier einer. Ja, klar. Also ich war letztens wieder mal im Rausch. Ein für 9.000 mit 250.000 Kilometer, das ist natürlich viel. Ein für 10.000 mit 180.000 Kilometer. Ein bisschen was dran gemacht. Und einer ist nicht mehr verfügbar, hat 170.000 Kilometer und ich glaube auch so um die 9.000, 8.000. Premium-Pack. Das Schlimmste ist immer, wenn man so durchguckt und eine gute Anzeige sieht. Roadster. Oder Auto, weil Automatik findest du doch nicht so. Ja, Automatik und Roadster machen alles kaputt. Ja. Das Ding ist, ich hätte ja sogar mal überlegt, jetzt bei zum Beispiel einer Supra, dass ich mir da eine Automatik hole, weil sie viel billiger sind, dann 6-Gang einbaue. Also muss ja nicht mal das Original sein, kann ja auch aus anderen Fahrzeugen sein. Mhm. Aber das Problem ist einfach, dass dir dann die ECU da Probleme, weil die ECU will ja schalten, wenn du die nicht richtig umprogrammierst. Weil selbst wenn du sie richtig umprogrammierst, kann die immer noch Fehler machen, in dem Sinne. Und das ist mir dann viel zu riskant, dass dir da die ECU irgendwas zerstört, weil sie schalten will, aber nicht schalten kann, weil kein Automatikgetrieben mehr drin ist. Ja. Jo, danke für dein Follow. i30N ist schon ganz geiles nett. Auto. Ist auf jeden Fall mal so nicer als so ein Golf, ne? Den man überall sieht. Ja. Also i30N kann ja auch richtig was, also. Ja, ist auf jeden Fall nice. Jo. Aber generell finde ich das krank, was die südkoreanischen Marken so aufgeholt haben, aber was die mittlerweile so raushauen. Kia Stinger GT ist ja auch ziemlich geil, eigentlich. Mhm. Nach Kia war früher echt, Kia und Hyundai waren früher. Weil Hyundai hatte früher schon das Coupé. Coupé war geil. Mhm. Ja, i30N ist schön laut. Ja. Das ist serienmäßig. Velostein ist auch nice, also kann gut was. Ja, das stimmt. Ja, gar keinen Bock auf diese Buggies oder was für Dinger sind. Bisher läuft's ganz gut mit meinem Beetle, aber ich glaube nicht mehr. Hätte ich auch nehmen sollen, aber habe ich nicht gehabt. Nicht aufgebaut. Ich will den eigentlich nicht aufgebaut haben, weil ich ihn hasse vom Fahren her. Oh, perfekt, KI. Den Beetle ist den Baja. Ja, zumindest, ich habe halt so einen alten Aufbau da drauf, dass der absolut kacke ist. Aber ist geil. Ich mal eins, aber ne. Jo, die KI GG. Ja, steht immer noch vor der Wand. Die aus Minecraft. Ah, nein, nicht zu weit, nicht zu weit, nicht zu weit. Perfekt. Achtung bei der Rechtskurve da nicht, dass dran vorbeirutscht. Bei mir fast passiert gerade. Digga, so langsam wie ich bin, kann ich eigentlich nirgendwo vorbeirutschen. Dachte ich mir gerade auch, aber... Ja. Aber Diese Woche ist ja leider nichts Neues drin. Ja. Bin gespannt, was nächste Woche so kommt. What the fuck? Erfahren wir am Montag. Ich bin irgendwie zwischen Haus und Zaun festgebackt gewesen. Der Profi. Ja. Oh. Ja. Ich kann ja mal... Was habe ich mir angeguckt gestern? Celicast, T20, Honda S2000, auch wenn ich mir die könnte ich mir niemals im Unterhalt leisten wahrscheinlich. Civic noch Coupés. Nicht. Ja, noch nicht, auf jeden Fall. Civic Coupés habe ich welche gefunden. TT First Gen. Ich habe sogar einen Kobalt Supersport gefunden, aber... nicht Supersport, normalen Kobalt, aber halt... Nicht der Kobalt, der anders aussieht, sondern der so aussieht wie der Supersport. Und ein paar 350Z. Hm. Und 350Z könnte man sich sogar im Unterhalt leisten, glaube ich. S2000 ist halt das Problem. Relativ viel Leistung für die Versicherung schluckt halt so viel. Das ist krank. 350Z hat ja auch nicht viel Leistung zum Glück, Kappa. Ja, aber der verbraucht nicht 10 Liter. Ich glaube, der hat ein bisschen weniger als die S2000, oder? Hat er nicht 210 oder so? Der 350? 350, ja. Ich weiß die kleinste Version hat 280. Rage. Mann, ich will das andere anklicken. Die kleinste hat 280, und dann gibt es eine mit 300. Mit 300, glaube ich, oder 303 oder so, und eine mit 313. Ah ja, 280. Cool. Die mit 313 schon. Hm. Ja. Ciao. Ciao. Ja, wahrscheinlich wird es also entweder ein Civic Coupé, fände ich irgendwie nice, oder halt eine T20. Am wahrscheinlichsten eine T20, wenn es geht. No. Weil ist billig, ist geil, kann man gut aufbauen. Nennt sich dann um in Celica Lino. Ja. Ah, wie ihr alle am Angeben seid mit euren Horizon Badge. Ja, wir sind immer am Flexen. Ich würde sie auch gerne mal haben, aber Forza lässt mich ja nicht. Kriegt die Einnahmen nicht. Wenn ich die Einnahmen bekommen würde, würde ich auch immer weiter farmen mit Blueprints und sowas. Kein Bock drauf. Ich eh nichts dafür bekommen. Ja. Naja, was bekommst du für Artist nochmal? Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwie Kleidung oder so? Juckt ich glaube, das schwarze Chicken Custom da. Nee. Ach so. Artist. Für diese Kategorie meinst du? Ja. Oh, Alter. Ich glaube für Racer bekommst du den Playground Renderanzug. Für hier Business bekommst du den 812. Für Stuntman bekommst du glaube ich den Whiprod. Mhm. Forza durchgespielt, Junge. Hast du ja wirklich passt. Ja. Studiert. Ja, schon krass eigentlich. In letzter Zeit spiele ich auch nicht mehr viel Forza. Letzte Woche komplett ignoriert einfach. Ja. Aber irgendwie ist es halt so die Sache momentan. Das Spiel ist zwar immer noch geil und es macht mir auch Spaß, wenn ich spiele. Ja. Aber Race Room macht mir halt so viel Spaß momentan, das ist krank. Norm, mir macht ihm gar nicht Spaß, perfekt. In Race Room kann ich halt auch quasi dauerhaft Trailer machen, da kommt demnächst auch ein Update, was Kamerafahrten und so angeht. Da dauerhaft Trailer machen, die Klicks bringen, ne? Ja. Nee, es ist halt, gibt mir halt mehr Möglichkeiten. Von daher. Ja. Und ist halt auch mal was anderes, ne? Ja, das auch. So und in den letzten Wochen, Monaten hat er den Kanal aus Forza bestanden. So in den letzten Jahren. Ja, Jahre auch. Gut, kam ja mal noch was anderes, aber... Nee, nicht wirklich. Du hast ja auch nur noch gestreamt eigentlich. Ja, das auch. Ja, ich hatte halt dann viel... Ich hatte ja die ganzen Tunings gemacht, an denen ich auch zwischendurch in den letzten Wochen auch mal was weitergearbeitet. Ich habe den Peugeot zum Beispiel noch fertig getunt für die Rallye-Kategorie und so. Mhm. Aber... Keine Ahnung, irgendwie... Ja. Race Room ist halt auch so ein Sim, in dem ich mich verdammt wohlfühle. Also zum Beispiel Project Cars und Assetto Corsa habe ich auch viel gespielt. Ja. Aber ich habe mich nicht so wohl da drin gefühlt. Und ich habe da auch viele Leute jetzt kennengelernt, mit denen ich verdammt gerne was zu tun habe. So. Also wir waren heute, glaube ich, eine Stunde im Voice Chat, haben, weil heute kann man Shopping Carts fahren von Aldi, Lidl und was weiß ich was. Noch was. Ja, weil 1. April. Und die haben vor einem Jahr, haben sie mal so einen Prank gemacht, in dem sie gesagt haben, coming soon, dann so ein Shopping Cart. Können wir auch nach Vorsaison mal kurz rein, kann ich euch dann zeigen. Und keine Ahnung, waren wir schon im Voice Chat, haben eine Scheiße damit gebaut. Das ist halt schon funny. Du hast bessere Leute gefunden, deswegen brauchst du jetzt nichts mehr mit uns zu tun haben, verstehe ich schon. Ja, deswegen streame ich auch gerade. Ja, okay. Ja, musst du ja machen. Ja, fürs Geld. Warte, was? Ey, ich hätte ja auch Bock, von Race Room mehr zu streamen oder vielleicht auch mal so zu streamen. Weil, wenn ich einen Trailer mache, könnte ich es theoretisch streamen. Das könnte ich mal machen, wenn Interesse bestehen würde. Aber ich hätte ja auch Bock, die Rennen und so zu streamen. Aber das Problem ist halt einfach mit den Disconnects und so. Ja, fix mal Internet. Ja. Muss mal irgendwas machen. Die Frage ist was. Tja, da kann ich dir auch nicht helfen. Ja, deswegen. Ich würde gerne, aber... Also ohne Stream habe ich halt quasi keine Disconnects, weil mein Upload nicht abbricht. Ich hatte das sogar, wenn ich im Discord streame, dass man Dings, also ist anscheinend wirklich, wenn ich wirklich einen größeren Upload habe, dass dann das einfach überfordert ist. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas in den Einstellungen finde, die das besser machen. Hm. Aber ansonsten würde ich das ja auch streamen öfter. Vor allem, weil die rennen ja auch eigentlich nice waren, so die letzten Male. Ja. Zieht halt auch die Laune runter, wenn man dann dauernd irgendwelche Disconnects hat. Ja, ist vor allem ein bisschen demotivierend. Weil ich verliere nicht nur, oder ich beende ja nur das Rennen nicht, sondern ich verliere auch noch Rating, ich verliere nicht zwingend, aber oft Reputation, ist dann auch blöd für das. Auch wenn man nicht hauptsächlich dafür fahren sollte, aber... Ah, nice, Digga, wir haben reingeschissen. Ja, Digga, was mit Fluffdorf los, der ist 10. geworden. Ich hol mal kurz was zu trinken. Professionell wie immer. Ja, habe ich gerade auch. Ja, auf Fluffdorf willst du nicht auch VC kommen? Oder keine Lust. Da ist er. Da ist er wieder. Der echte. Ui, Memo, das Bild von GTA Horizon 1. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Schon. Komischerweise. Schenken S oder sowas. Sehen wir ja gleich. Die Xbox-Profilbilder, ne? Man kennt. Lass mal auf Twitch gebannt werden, wenn die Xbox-Profilbilder. Hast du das gerade gesehen? Ja. Nice KI, Alter. Jo, moin. Alles klar, Digga, die KI hat echt Bock. Ist die Kameraperspektive komisch bei dem Wagen hier. Ja, der Wagen ist halt hoch, deswegen sieht das so ein bisschen weird wahrscheinlich aus. Wie wenn man Trucks fährt. Ist halt ein Truck, man kennt. Einfach Unimog. Oh ne, Emil, sorry Emil. Oh. Sorry, Fluffdorf. Wie aus Minecraft. Ey, sobald Forza Horizon 4 eingestellt wird, also die Seasons nicht mehr wechseln, wie bei FH3 mit dem Forsaton, mache ich mir für den letzten Stream so ein Shirt, sorry Emi. Ich glaube, das dauert aber noch. Ja, stimmt eigentlich. Weiß ja gar nicht, ob die überhaupt irgendwann mal aufhören. Ja, weil in FH3 ging ja auch noch weiter teilweise. Ja, aber im Endeffekt war das, ist das jetzt ein unendlich langer Forsa-Ton. Also ich denke mal, so machen die das auch in FH4. Ja, aber die haben ja nicht direkt aufgehört, wo FH4 rauskam, oder? Glaube ich nicht. Das hat noch ein bisschen gedauert. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall das letzte richtige Update kam lange vor FH4. Ja, das lange, letzte Update ist klar, aber wurde ja wiederholt, so gesehen. Recycelt einfach. Wird in FH4 passieren. So, das machen ja teilweise jetzt schon, irgendwas zu recyceln. Deswegen, glaube ich, lassen jetzt einfach laufen. Wahrscheinlich machen die einfach einen Zyklus rein, wo man immer nur Geld bekommt oder so. Oder auch Autos. So wie bei den Meisterschaften auf Fortune Valley, Fortune Island und Lego Valley. Fortune Valley und Lego Island. Ey, wir verlieren, wenn Flofthoff keine mehr überholt. Wir haben verloren. Flofthoff. Wir haben verloren. Was soll das? Ich glaube, das Profilbild unten links meinte Flofthoff. Oh. Oder? Ja. Schönes Auto auf jeden Fall. Wenn das Girl da mal weggehen würde, würde man es auch richtig sehen. Oh, ihr habt da nichts gesehen, Twitch-Mitarbeiter. Da war nichts. Du hast mich gegen die Mauer. Ja, jetzt hier nicht Fake News verbreiten. Ich hab dich nirgendwo hingedrückt. Oder? Habe ich die wirklich gegen die Mauer gedrückt? Keine Ahnung, vielleicht habe auch ich ihn gegen die Mauer gedrückt. Ich weiß es nicht. Oh, dann tut's mir sehr leid. Oha, 4420 EP. Haben wir jetzt nicht gewonnen, ne? Nö. Ah, lost, Digga. Ich baue mir jetzt einen anderen Wagen auf, kein Bock auf diesen Dreckswagen. Offroad-Buggies. Lol, bei der Xbox-App hat man jetzt hier ein Steam-Ding bei Freunde suchen. Alles gut, Peter. Also ich könnte jetzt hier direkt Leute von Steam, die Forza Horizon 4 haben, hinzufügen. Es wird gar nicht angezeigt, ob jemand auf Steam ist, oder? Ich glaube nicht. Ist nicht so ein kleines Steam-Symbol oder so. Das ist ja eigentlich egal, ne? Die haben ja eben, die haben es ja eben mit einem Xbox-Account verbunden. GTA. 458 Follower hat der Typ. Wer? GTA Horizon 1 und das war der Typ. Bestimmt wegen dem Profilbild. Keine Ahnung. Da geiern die Leute. Ja, ich glaube ja nicht, dass so sein auf die zurück. Nein. So funktioniert das nicht. Warum gibt es nicht UI-Memo als Phrase? Was soll das? Steuerersparnisse. Steuerersparnisse? Warum gibt's nicht wiegt doch locker nicht rum? Das wäre doch Custom-Phrasen, wenn wild. Halt die Fresse, du. Sind ja noch Wörter, solange es keine Beleidigung ist, könnte man es machen. Dongs? Okay. Ah ja. Sonst alles gut? Ja. Perfekt. Ja, irgendwie weirdes Tuning, was hier drauf ist, aber wird schon klappen. Ich hab den Drip. Ja, den haben wir alle. Du hast auch geile Felgen. Ja, safe, Digga. Erstmal Superleggera in, keine Ahnung, 500 Zoll. So viel Zoll sind das nicht, aber die sind halt, auf einem Buggy. Wirkt etwas komisch dann vielleicht. Ey. Cool. Benimm dich mal. Ey. Junge, der Wagen hier ist auch so ein richtiger Payback-Aufbau. Aua. Fühlt sich so an, als ob irgendwie 10 Bar auf den Reifen hat. Boah, wo war das nochmal? Ich kann mich gerade, warum auch mal nicht dran erinnern. In irgendeinem Motorsport haben die super viel Bar auf den Reifen. Okay. Und deswegen ist das ein bisschen problematisch, wenn da Schaden dran ist, weil die dann halt einfach komplett explodieren. NASCAR? Nee, die haben nicht viel Bar. Tatsächlich. Ja, aber wenn du fährst schon. Eine Spritze fahren. Luftangriff. Ey. Ey. Seid mir nicht frech, du. Digga, diese Felgen sehen so falsch aus. Welche von den beiden? Beide. Gut, oh, die sehen nicht nur falsch aus, die sind falsch, aber gut. Ja, passen perfekt bei uns beiden. Digga, dein Typ da auf der Seite ist on fire. Auf der Seite? Ja, du hast so einen... Logo. Logo, so ein Kopf ist einfach Feuer. Ich hab das gar nicht gesehen, Louis. Passt der zu dir? So. Ja, ja, schon so. Passiert ja mal fast, oder? Nö. Oder können wir nach Hause gehen? Perfekt, Digga. So. Best in the Desert Racing Association. Genau. Wacked Radius, das müsste heißen rigged. Alles ist rigged in dieser Welt. Valentine Motorsport, die haben es falsch geschrieben und müsste ein V hin. Oder ein L, weniger. So. Los geht's. Alle guten Dinge sind zwei. Weiß jeder. Komm, diesmal verlieren wir wieder, aber diesmal mit Stil. Diesmal ist Flofthoff erster, aber wir sind hinten. Flofthoff und Pete beide. Und wir sind alle so wie es sein sollte. Wir sind hinten. Ja, das sieht schon mal ganz gut. Schnee hier oben. Ja. Einfach Arsch hier. Ich hab doch gar keinen Winter mehr. Was soll das? Oh Gott. Ja, moin. Moin. Guten Tag. Was geht? Bin ein bisschen weiter geflogen, als ich gedacht hätte. Man gemerkt. Ah, perfekt. Moin. Läuft schon mal besser. 20.000 mal 5. Läuft auf jeden Fall schon mal besser jetzt. finde es übrigens nice, dass du einen eigenen Channel gemacht hast von mir. Digga, brauchst du irgendwie 5 Videos am Tag? Sollen die Leute das halt stumm schalten, wenn die... Ja, hab ich auch. Ich habe deswegen bei mir auch gar keine Everyone-Benachrichtigung im Channel. Ich habe ja nur Ad hier. So, Leute, die gerade da sind. Lol. Springst da voll hinten rein. Jawohl, übertreib mal nicht. Berührung gehören dazu. Das schon. Ob man jemanden hinten reinspringen muss. Alles chillig. Ich hab nicht fast den Checkpoint verpasst. Ja, sorry, würde ich sagen. Ganz entspannt. Ja, chillig gewonnen. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Floffdorf macht mir immer noch Angst mit dem 3. Platz. Geht's dir gut, Floffdorf? Sollen wir dir helfen? Ist alles okay, wir können dir helfen. Man kann dir helfen, Floff. Außer es geht um Geld, dann kann ich dir nicht helfen, aber... Ich kann dir helfen, bis zu einem gewissen Grad, aber ich kann dir ein bisschen helfen. Nee, da hilft nichts mehr auf. Ja, dann tut mir leid. Komm, neues Fenster, eben schnell. Ja. Das ist doch schon mal Versprechen genug. Ich sehe es gerade nicht. Ich schick's dir in deinen Stream. In meinen Stream? Ja, den Link. Kannst du gleich antun. Uff. WTF. Das ist so Breakfast-Humor, aber... Race Room? Ohne Scheiß. Die Race Room sind super chillig. Das könnte einfach ein Fahrzeug in Breakfast werden. So. No joke. Das würde perfekt reinpassen. Ja. Aber so ein umgebautes Shoppingcart mit so einem Motor. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt gesehen hat im Dings, aber du sitzt einfach auf so Rollen von Klopapier. Okay, ja gut, dann ultimativ Flex, ne? Die erfüllen halt mehrere Zwecke, glaube ich. Wenn man einfach auf Klopapier sitzen kann, ist man reich. Das auch, aber ich glaube, wenn du 60 oder 70 km/h mit einem fucking Shoppingcart fährst, ich glaube, dann brauchst du das Klopapier auch. Ist ein guter Punkt. Oh, vor allem das Geile ist, die haben halt, ich sag mal, relativ normalen Motorsound. Das heißt, wenn die fahren, dann klingt das so, wie wenn da irgendwie ein DTM oder GT3-Fahrzeug fährt, dann rollt so ein Shoppingcart einfach durchs Bild. Ja, moin. So geil, die Teile. So doof ist dann, wenn ein Rad so eiert. Die echt immer. Ja gut, ne, die können Schaden haben. Und der Motor überhitzt jede Runde, also. Und ist nach einer Runde tot, also. So welcher Motor, aber gut. Ja, das kommt dazu, aber trotzdem. Man selbst einfach überhitzt. Ja. Perfekte Kurve. Perfekte Kurve, schlechter Ausgang. Ja, jetzt seid ihr da hinten, was soll das? Moin. Ist doch noch Zeit. Ist doch noch Zeit. Ach, Floffdorf war am Bremsen und noch die OP Racing Lines. Aber wirklich. Und Floffdorf war trotzdem genauso schnell. Nice. Schade, hat nicht geklappt. Floffdorf wollte einfach eine KI am Checkpoint vorbeischieben. Oha, toxic. Niceness. Oh, du bist, hä, Vierter? Ja, ich hab gerade irgendwie 3 Autos in einer Kurve überholt. GG. Ah, du magst auch einen RS6. Guck mal auf Platz 5. Da ist sogar RS6 Tuning. Wo? Ah, nice. RS6 Tuning am Start. Fährt leider kein RS6, weil der kein Buggy ist. Fährt ein Kernel. Ja. Digga, diese Kurve immer optimal genommen. Flufftoff, nicht Flufftoff. Ich nehme das als Kompliment. Nee, nee. Solltest du lieber nicht. Okay. Oh, kommst du mir halt an? Ramm ich halt weg. Gib dir nur Nitrobus. Moin, mein. Jetzt kickt bei dir der Retail. Ja. Der Sturz hinten sieht gesund aus, wenn du springst. Ja, definitiv. Okay, einfach gar kein Grip. Nice. Oh, mein Fluffdorf. Nehme ich gerne. Oh, oh, übertreib halt. Mit 50 Hammer Überschuss an. Bremst jetzt eh. Nee. Oh, Fluffdorf hat dazu gelernt. Ich hätte ihn angeschoben, ins Ziel rein. Das ist mir egal. So, jetzt ist alles wieder normal. Fluffdorf ist Erster. Du hattest ihn mit dem Class 5 Bug angeschoben, wahrscheinlich. Ja, wenn er bremst, hilft er auch nicht. Du wärst einfach mitstehen geblieben. Ich bin schwerer, als ich aussehe, ja. Sätze, die Tim niemals sagen würde. Hm? Sätze, die Tim niemals sagen würde. Welchen? Nicht? Ich bin schwerer, als ich aussehe. Einfach komplett Fischei im Spiegel hier. Geil. Ich sah in dem Fischerspiegel gerade quasi so aus wie Tim. Ja, perfekt. So, wir haben ja eigentlich eh schon gewonnen. Ja. Easy Erster. Fluffdorf, helf mir mal bitte durch die Kurve. Nee. Das ist abgehoben. Der hilft dir nicht. Doch, hat er. Oha, Ehrenmann. Ey, immer wenn ich schalte, muss ich danach neu huben. Das ist so nervig. Ja, weil ich kuppeln muss. Sorry, Emil, ich habe ihn an derselben Stelle abgeschossen. Oh Mann. Muss wirklich bei jeder Runde dabei sein. Läuft kommt näher. Bruh. Mir hat hier ein Mini einfach einen hier, Tackle gegeben. Frech. Ja Leute, was soll ich sagen? Einfach zu gut. Oh, ups, ja. Trifft es gut. Moin. Was meinst du mit Höhe? Stoff? Laufstoff hat Höhe geschrieben im Discord. Verdient hat's weit. Na, verdienter erster Platz. Ich bin einfach der Beste. Cover. Ich wurde getaggt und es war instant wieder weg. Was? Big Smash. Lol, ich hab dich hier, also ich hab everyone in News getaggt. So auf, hey, ich streame gerade mäßig. Was fahren wir jetzt? Playground Games wahrscheinlich. Oder gibt's noch, warte mal, was noch? Ah, erstmal hier 50%. Ja, mein Backstage-Pass habe ich noch keinen. Tachyon Speed bin ich noch gar nicht gefahren. Tachyon? Ja, dieser neue. Razer? Ja. Ah. Ja, ich habe den nur als Razer TS eingespeichert. Wie beim... Ja, dann halt Razer TS, wie auch immer man den aussprechen will. Dieses Batman-Auto da. Ja. Wie bei... Ja, Apollo IE. Ich meine, ich weiß bei dem, dass es intense Emotionen ist, aber trotzdem... Ja, ich sag einfach Apollo zu dem, weil das der einzige Apollo ist im Game. Ja, unter Apollo kenne ich halt noch den... Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Den gibt's ja aber nicht. Ja, ich weiß. Gumpard Apollo so. Ja, eigentlich nice war. Klar. Den gab's auch, glaube ich, in Forza Motorsport 4 oder so. 4 auf jeden Fall. Aber... Gab's den nicht auch ja, im ersten Horizon oder so? Nee. Keine Ahnung, aber den gab's auf jeden Fall schon mal in der Forza-Serie. In Motorsport 4 gab's doch sowieso gefühlt alles. Ja, da gab's gefühlt jedes Auto. Epic. Muss ich echt nochmal spielen, das Spiel? Habe ich noch nie. Wo ich eine 360 habe. Schon sad. So. Ja, komm. Wird irgendwas mit Trophy Trucks sein. Irgendwas mit Trophy Trucks. Ja. Mag sich gut an. Was? Platzpartien? Ja. Oh Gott. Da freue ich mich drauf. Ja, angenehm. 390 in einem Elektroauto. Oh. Ich glaube, der Rimac ist schneller. Stock. Ja, gutes Handling auf jeden Fall. 10 von 10. Ich glaube, der könnte besseres Handling haben, wenn die Wheelbase nicht so lang wäre. So. Ich glaube, der ist ein bisschen ja. Lang. Ist aber ein Quarz. Quarzregal, ja. Gefühlt schon von der Länge her. So, wenn die Veranstaltung beginnt, muss ich dann noch was drücken, oder? Nee, ich muss erstmal danach suchen. Okay, dann kann ich nochmal kurz auf Klo gehen, ne? Ihr sollte passen. Okay, bis gleich. So. Die Wheelbase bei dem ist echt viel zu lang. So. Naja. Kann dafür wahrscheinlich gut driften. Ich habe den noch nicht mit Driftfahrwerk ausprobiert, aber kann wahrscheinlich gut driften. Ach so. Dann bin ich wieder. Ich hör's. Ja. Soll's für meine Zuschauer sagen, okay? Nee. Abgehobener Typ. Gut. Warum hast du Zuschauer? Das ist toller wie recht. Warum wurde hier gepinkt auf dem Crowd Discord? Aber ich kann's halt nicht sehen. Och, dieser ja, Wichser. Hat Hoki nämlich auch gemacht. Ich habe geguckt, wo hat er mich gepinkt? Oder wo wurde ich gepinkt da? Und dann war es nur im Profilbild schon wieder. Oh, unlustig, Junge. Von weißt du, was das Dumme war? Er hat das genau in dem... Auf einem anderen Discord weit unten meiner Liste war wirklich ein Ping. Und dann habe ich da runter gescrollt und während ich da geguckt habe, hat er das Profilbild geändert. Uff. Ja, so das ist... April-Scherz, oh Mann. Ne? Ich dachte halt wirklich, wurde gepinkt so. Da, für die, die nicht wissen, was ich meine, das da. So. Ich habe mich schon gefreut, dass irgendjemand sich für mich interessiert, aber nee. Leider ja, bist nicht. Du nochmal? Ich weiß es selbst nicht. What the fuck war das? Das ist irrelevant für mich selbst. Also ich fahre am Ende von der Autobahn oben bei der Stadt links runter, ne? Also vor dieser Brücke da. Knall frontal gegen so eine leichte Bergwand und bleib einfach in der Waagerechten und flieg aber nach oben. Ich knall gegen den Topf und roll wieder zurück. Perfekt. Oh. Okay, perfekt. Doch nichts mit Dings. Ich hab auch nichts aufgebaut. Ich hab einen Subi. Ich hab auch einen Subi, aber nicht aufgebaut. Subi Baru. Subi Baru. Ja. Wird lustig. Hm, wer du noch bist. Ich weiß es nicht. Viel Spaß mit dem Turboloch. Ja. Digga, ich muss diesen Server ganz nach unten tun, ne? Der irritiert mich. Meine Hoki ist zum Glück bei mir so genau halb abgeschnitten. Das heißt, ich sehe den Ping. Das ist grausam für meine Psyche. Ich finde das immer so, weißt du, wenn ich in irgendeinem Rennen bin oder so und auf einmal kommt ein Ping. Ich denke mir so, ich kann jetzt nicht, ich fahre, ich will aber. Cool. Ja, ich kann nicht mittlerweile gehen einfach, ne? Ich kann nicht mittlerweile so weit, ich kann auch theoretisch einfach fahren auf einer und auf einer Geraden auf den Discord klicken so. Weil wird nicht rausgetappt oder so bei Race Room. Das ist schon ganz gut. Aber ich habe mich mittlerweile beherrscht, dass ich nicht auf den Discord irgendwas reagiert, während ich gerade am fucking fahren. Ach, einfach am Handy gehen, während man fährt. Ja, super. Er wird einem doch in der Fahrschule beigebracht, dass es gut ist. Ja, auch im Dommer. Oh, ich verarsche den noch. Das war Tactical... 500 IQ-Taktik, ja, ja. Tactical Respawn. Ja, ja, das ist zu hoch für die Leute. Checken müssen. Ich fahre einfach mit Zombies hinterher, das checkt er schon nicht. Bis jetzt ist noch keiner infiziert. Sagte ich und... Oder nicht infiziert. Ah, schade, er checkt's, aber er kriegt mich nicht. Okay. Ah, da ist noch einer, den ich hinterher fahren kann. Das Gute ist, die Hälfte fährt halt auch in die Stockkarren wahrscheinlich. Ich fahre diesem Cheris 7799 einfach hinterher. Ja. Die sind echt lost. Also ich bin ja auch lost, aber das Gute ist, ich kann halt Forza spielen ein bisschen. Das können die anderen nicht. Er verfolgt mich nicht, Mann! Ah, schade. Opfer. Es war alles geplant, dass ich gegen Warte, warte, warte. Was denn? Bist du da? Ja. Moin. Moin, Meister. Moin. Ja, moin, ich wollte dich ja nur retten. Kann ich mal bitte entghosten? Danke. Fahr. Oh. Kannst du mich mal heilen? Ja, oh. Achtung. Ja, keine Sorge, ich hol mir hier... Ich hol mir, meinst du? Ja. Nein! Oh Mann. Alles gut, alles gut. Wir sind echt zu lost für dieses Game. Naja, eigentlich wieder alle geil. Jetzt Pete nicht mehr. Pete, ich komme. Hat sich doch ausgezahlt am Ende. Ah, ich bin schon da. Aha, ich flieg drüber. Perfekt, oh, einfach neben den Zombie. Was macht der? Können die nicht einfach aufgeben? Oder haben die dazugelernt? Es müssen noch jetzt viele neue Spieler dazu gekommen. Oh mein Gott, jemand ist gerade über eine Motorhaube drüber gesprungen. Also da ist locker viele neue Spieler dabei wegen Steam. Ich habe noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Okay, perfekt. Das Gute ist, jetzt kann man sich über Xbox-Spieler und Steam-Spieler lustig machen. Das ist noch geil. Na gut, und in dem Moment werde ich gefangen, also... Karma gibt es anscheinend doch. Ich bin zu dumm, mich irgendwo zu heilen. Sein. Pete! Oh! Lino nicht heilen! Ah, uff, Alter, zum Glück bin ich rückwärtsgang gegangen. Oh mein Gott. Danke. Oh. Oh. Bitte? Fragezeichen. Piet. Nein. Halt mich mal kurz zurück. Bitte. Oh, fuck, Alter. Ernsthaft? Egal, ich habe andere geheilt. Ja gut, wir haben bis zum Ende durchgehalten. Ich glaube, das wird nicht allzu schwer. Linoleum. Nice. Hm? Nee, läuft bei mir gerade. So, jetzt fangen wir die anderen. Du hast es erfasst. Ich bin hochbegabt. Du bist einfach Kuchen-TV. Allerdings, ja. Wie kann man so viel Lack haben wie er? Weiß ich nicht. Wie kann man so fucking viel Lack haben wie er? Weißt du, erst fliegt er so einen Millimeter an mir vorbei, obwohl er nichts kontrollieren konnte. Und dann wird er einfach eine Sekunde, bevor ich bei ihm bin, respawned. Jo, perfekt, Digga. Danke, Subi. Perfekt. Oha. Also wenn sie davon wieder zurückkommen. What the fuck? Momo Set. Ich habe gerade wahrscheinlich den dramatischsten Überschlag seit langem gehabt an der Stelle. Hm. Fast zweimal perfekt überschlagen, aber... Nice, mein Stream ist laut Twitch hervorragend. Ich find's gut, wie die Plattform einen immer loben, obwohl einfach alles scheiße ist. Oha. Das war bei mir auch so im Dashboard. Ich mache anscheinend irgendwas richtig, dass alles mögliche steigt. Ich bekomme Konfetti oder so in meinem Dashboard. Nee, da steht so live und daneben hervorragend. Also läuft der Stream hervorragend. So. Keine Ahnung, läuft gut halt, ne? Qualität, alles gut. Was sagt mir YouTube? Deine Übertragungsqualität ist gut. Die eine Stream-Übertragung ist sehr gut. Verläuft, vielleicht liegt es daran, dass dein Internet nicht so optimal ist im PC. Wenn du gelobt werden willst von Twitch, musst du halt Geld ausgeben. Oh, Flaggenjagd. Und wir legen vor, das gefällt mir. Sorry, Pete. Let's go, 20 Flaggen rein. Ich war das Ablenkungsmanöver für euch, okay? Mhm. Ah, Stonks, warum? Jo. Ah, ist klar, Digga. Fleckt zum Glück gar nicht rum, der Typ. Ich glaube, 2, 3 Leute sind zu uns an den Spawn gefahren sollte. Ja, sollen sie mal machen, ne? Jo, top, Alter. Ist ja fast am Ausgehen, der Wagen. Das Turboloch. Komplett das Gegenteil von GTA kriegt rein. Uff. Moin, Kraftstoff. Oh, läuft ganz gut. Ja. Moin. Moin. Das wäre episch gewesen, wäre es einfach mal nicht drüber gesprungen. Ja, so kommt man sich halt entgegen, ist ganz normal. Auch letztens auf der Autobahn so jemand überholt. Komm, Alter. Das ist so rigged. Erstmal über den blauen drüber springen. Ich weiß nicht, irgendwie sind die Gegner ziemlich wack. Frech, kommt hier einfach jemand rein bei dir. Ja. Ah, perfekt, ich hab gar nicht hingeguckt. Oh, ja, Überschlag, perfekt. Ja, alles kommt. Es wird eh nichts mehr. Moin! Pff. Ich hoffe mal, man hört es nicht zu laut, sollte aber okay sein. Was denn? Staubsauger. Ich höre es jedenfalls nicht. Keine Ahnung, wie es in deinem Stream ist. Das ist bei Minus. Ich kann das nicht erkennen, das OBS. Kannst du auch sowas wie Rauschunterdrückung oder Noise Gate reinmachen, ne? Ja, bei minus 45 oder minus 50, das sollte man nicht hören, aber... Ich habe auch gerade einen Ventilator an, hört man ja auch nicht. Hoffe ich mal. Ja, du, ne? Oha. Da ist noch irgendwo einer. Oh, Digga. Links ist noch einer. Da ist gerade dran vorbeigefahren, weil ich lost bin. Ach, hat immer noch. Moin. Okay, wir sind auch voll Profis. Naja, wir sind zumindest innen geblieben, ist das Klügste, was du eigentlich machen kannst. Das stimmt. Ja, perfekt, Digga. Alles klar, Junior. Oh mein Gott, hä? Er hat mir sogar noch, glaube ich, kurz gesagt, dass ich die Flagge verhindert hätte. War da jemand? Hinten rum. So. Ja, das ist Scam, ich habe die Flagge verhindert eigentlich. Flagge verhindert? Digga, was ist das für eine Massenvergewaltigung? Stunks. Ja gut. Ob die das noch schaffen, ich weiß es ja nicht. Ja, könnte knapp werden. Wenn auf einmal jeder von dem Fluffstoff ist. Ah. Und auf einmal ein S2-Auto hat und ein X-Auto. Ja. Und einfach über alles drüber fliegen kann. Nice. Einfach so eine Wand aus Autos. So läuft das. Ah komm, können wir stehen bleiben. Ah, ich bin einfach der Beste. Kappa. Oha, null Flaggen? Ja, ich war immer der Erste, das war ein bisschen blöd, weil dann alle auf meinen. Auf mir gewesen waren so. Ja, jetzt kommen die Ausreden, ist klar. Ja, fühle ich aber. Ich bin halt einfach scheiße. Nur mein PC ist so schlecht, Internet wäre gut genug, ja dann. Dann kauf dir einen PC. Na, einen besseren PC kann man sich kaufen, Internet kann man manchmal nichts dran machen. Ja. Ja gut, Fluffstoff kann sich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt einen besseren PC kaufen, um ehrlich zu sein. Er kann sich einen schenken lassen. Du hast doch Geld, oder? Vielleicht. Natürlich nicht für Fluffstoff. Oh, jetzt komm, ich verdreh das mal nicht, ja? Ich hab Fluffstoff schon ein paar Sachen geschenkt. Bin ja nett. Ich habe ja selbst kein Geld von. Ja, sagst du immer so. Genauso wie Luca. Ach stimmt, ich habe ja deswegen die Fischtapete. Ah, fuck. Ja, Digga, Luca arbeitet. Also ich frage mich, wo sein Geld hingeht. Naja, kann ich aber also sagen, er hat kein Geld und hat er kein Geld, so funktioniert das nicht. Naja, wobei, wenn ich aber gehe, habe ich ja quasi auch kein Geld. Wieso? Ich bekomme im ersten Jahr, keine Ahnung, 550 ohne Steuern. Ja, das sind 550 €. Ja, dazu kommen noch Steuern und alles Mögliche und so. Also, da bleibt auch nicht mehr viel von über. Steuern ist aber nicht so viel bei dem Geld. Ja, ich muss ja auch für wohnen und alles. Egal. Auf jeden Fall behalte ich ja nicht 550 davon. Musst du Geld abdrücken bei deinen Allmann-Eltern? Ist, finde ich, fair. Nee. Eigentlich. Ja. Das ist unverschämt. Die haben genug Geld. Also eine Ausbildung bekommst du halt echt quasi nichts. Ja gut, das stimmt. Und Luca gibt ja eh alles für Energies aus. Ja, er spart ja, glaube ich, alles. Ja, für eine 20er-Palette Energy. Oh mein Gott, Alter. Dieser Move. Ja, ist angenehm ausgebremst zu werden mit dem Turboloch. Ja. Och, Digga. Will die Krone nicht an ein Teammitglied weitergeben? Das ist meine. Fühle ich aber den Punkt. Ja, ist sicherer bei mir mit 5 km/h als bei jemandem, der nicht ausgebremst ist. Leider. Random vor allem bei einem Gegner kannst du dir die einfach wiederholen. So. Hm. Ja, Junior. Ey. Okay, der wird die gleich abgenommen machen. Ich habe keinen Plan, wie ich die Krone noch... Also ja, die sind scheiße, die Gegner, aber trotzdem. Warum wird der denn nicht geghostet? Oh nein, er ist so retarded, ne? Warum werden die Teammitglieder nicht geghostet? Oh mein Gott. Jo, nein, komm, fahr. Ich bin stuck, oder? I'm stuck, Step, bro. Nein, und er hat... Dumme. Hä? Moin, was geht ab, Lino? Also, ich hole mir meine eigene. Perfekt, Alter. Jo, oder ich gebe die E-Mail. Wäre einfach da geblieben, ne? Er hätte einfach meine Krone bekommen. Ich habe die Krone nicht einmal verloren, die Runde. Uff. Ich habe mehr Zeit alleine als das Team. Uff. Oh. Ah, das brennt. Ja, so die Definition von Zerstörung. Kronenkönig ist mein Spiel, ich sag's dir. So, haben wir jetzt da mal gewonnen, oder? Ja, haben wir. Perfekt. Oh, ey, wie das brennen muss bei denen. Also die wird wahrscheinlich nicht jucken, aber trotzdem. Das ist die denken wahrscheinlich so, oh, geil, ich habe einen Ford F150. Ein Trophy Truck F150, kein normaler F150. Ja, wild. Oh, aber Junge, diese Runde. Die Moves, Alter, waren on point. Spielplatz Martin, Stufe 9. Cool. Neun Level zu viel. Oder 11 zu wenig. 11 zu wenig ist nicht so gut für... wenn man noch Lebenslust haben will. Oh. Also erstmal löschen die Karre. Gar nichts mehr gelöscht in letzter Zeit. Für Autos habe ich 919. Oh, uff. Ich habe nicht mal 800. Ich habe 748. Du hast nicht mal die 750er Grenze. Ah ne, ja. Gut. Ich habe auch keine Autos doppelt. Uff. Flochtdorf hat 970. Das ist viel. Ja, ich hab's mit dem Löschen irgendwann momentan aufgeben. Ich mach das, wenn meine Garage wirklich voll ist. Ich mach's direkt, dann ist besser als nachher. Ja, das schadet auch nicht, wenn sie in einer Garage stehen. Solange sie keinen Platz haben. Aber es bringt ja auch nichts. Das stimmt. Aber du hast den Weird Flex. Ist eher ein weirder Flex, wenn man noch viele Plätze hat. So. Hä? Ich hab 3 von denen? Habe ich 3 von dem? Wahrscheinlich, weil er recht oft als Season Reward drin ist. Ja. Wer hat sich diesen Wagen einmal gewünscht? Das frage ich mich. Ist an sich ein nettes Auto, aber man braucht ihn halt echt nur einmal. Kann man sich den nicht einfach kaufen? Ja. Ja, also. Was ist denn das? halbe mir oder Geringverdiener. Also ich hab jetzt wieder 100 Millionen, ich bin rich. Unge be like, du machst 5 Millionen im Monat, Geringverdiener. Cringe, Bro. Cringe, da würde ich lieber aufhören. Würde ich nicht mal für aufstehen. Dafür würde ich nicht mal auf unlustige Memes reacten. Ja, hungriger Hugo ist lustig. Ja, aber diese deutsche Memes und so absolut nicht. Ja, ja am Anfang mal was Neues, so, aber mittlerweile ist es halt echt unlustig. Ja, hungriger Hugo ist King, das stimmt. Ist, ja, der ist eh wie Galileo und Dings. Also ja, aber der macht ja keine... Also er hat ja YouTube-Kacke sowas in der Art gemacht, aber macht ja jetzt eher Memes. Ja, aber halt gute Memes. Ja, eben, die sind auch noch gut. Ja, er schneidet sie gut zusammen, nicht wie alle, alle anderen. Vor allem ist es auch nicht deutsche Memes, sondern die Hälfte ist irgendwas Türkisches. Lul. Noch von. Ja, ist halt so. So Kenneck-Humor fühle ich jetzt nicht so. So, Meisterschaften, was haben wir da? Als Halbkartoffel. Ja, Floffdorf, oh, du. Leute, oh, die war geil, die Meisterschaft. Was Floffdorf als lustig empfindet, frage ich mich aber auch. Oh, moin Tim ist bei dem Chat Louis. Yes. Familienmodell Renault Mega. Ist nur in einem guten Chat. Okay. Also die Meisterschaften sind geil. Schon geil, dass mittlerweile Stone of the Sun nicht mehr mitmacht. Ja. Der spielt dieses sexistische Valorant. Mann, er ist echt. Floffdorf geht zum Lachen in den Keller, den er sich nicht leisten kann. Deswegen kann er nicht lachen. Du lachst über arme Menschen. Schlimm sowas. Digga, 500? Ja, aber die Autos... Alter! Ich glaub, was ist denn los? Gibt's auch irgendwas mit A oder mit S1? Es gibt auch S2. Wow. Ich habe hier das Perfekte für Floffdorf, und zwar 6666 Rad... Nee, das ist so ein Witzebuch eigentlich. Kannst du reden? Ja. Digga, was ist das für ein Formular, die Aufbau? Der Schotte will eine Pistole kaufen. Eine kleine oder eine große, fragt der Waffenhändler. Eine für 5 Personen. War lustig. Warte, hier gab's doch auch irgendwo so Autowitze. Moment. Digga, warum hast du ein Witzebuch, Digga? Was ist denn mit dir? Das ist nicht von mir, das ist einfach nur in einem Schrank neben mir. Ah, ja dann... Ist nicht deins, ist nur in deinem Zimmer und in deinem Schrank. Nein! Nicht Tim. Jetzt verlässt Tim meinen Stream, weil du so unlustig bist. Toll. Warte. Vorsicht, Autofahrer, 392. Jeden Stream ein bisschen Trash. Ja, ist es ein Stream von dir, also muss man nicht mehr viel tun. Was bedeutet es, wenn vor Ihnen jemand im Wagen den linken Arm waagerecht aus dem Fenster streckt, dass das Fenster offen ist? War lustig. Frage, welches Rad dreht sich in einer starken Linkskurve am wenigsten? Antwort, das Reserverad. Was nicht mehr stimmt, weil nicht jedes Auto hat heutzutage Reserverad, weil viele haben das Reparaturspray. Und dadurch kein Reserverad mehr, weil es nicht nötig ist. Das heißt, theoretisch ist das Rad, welches sich am wenigsten dreht. Jo Leute, nächste Woche streame ich alleine ohne Lino. Falls ihr keinen Bock auf den habt, kommt bei mir. Oh Mann. Es schmerzt. Ja, warum so toxic, Tim? Junge, ich mute ihn einfach auf seinem Server komplett für alle. Sorry, Emil. Ey! Digga, wir Wir fahren riesige Schuhkartons, die ihn nicht lenken können. Perfekt. Warum ist im Auto ein Innenspiegel? Fragt der Fahrlehrer. Ja, damit ich gucken kann, ob ich noch drin sitze. Keine Ahnung, ich verstehe ihn nicht. Ich will mich irgendwie schlagen. Jo. Hat jemand ein Feuerzeug? Ja. Soll ich dich anzünden oder was? Ja, mich. Du bist schon on fire. Hilft nicht mehr viel. Moin. Moin. Jetzt Auspuffrohr ist aber auch lit bei dem Wagen. Ja, absolut. Einfach so ein kleiner Strohhalm. Der Domme, der Rauch hat immer ein Feuerzeug. Was? Ja, musst du gar nicht hier verstecken. Bald bist du Sascha und rauchst, aber willst es einfach. Nee, so fangen wir nicht an. Ich rauche nicht. Ist nicht schön. Formula Drift. Ja, hat schon Drift der Wagen. Absolut. So, das ist wahrscheinlich jetzt waren Reifen, Alter, einfach Reifen. Ist wahrscheinlich einfach ist wahrscheinlich die beste D-Meisterschaft, die es gibt. Ja. Wobei die 800 PS Isettas von Stornhofster waren auch nice. Moin. Ich finde auch das Dach geil, einfach aus so einem Leder. Ja. Ah, nice. Oh nein, ich hab die Kurve verpasst. Nice Linie. Oh nein, ich verpasse die Kurve. Oh nein. Ich werde irgendwann gleich eine Kurve verpassen, das weiß ich schon ganz genau. Windschatten bringt bei diesem Kastenwagen, glaube ich, schon was. Bisschen. Ja, und nicht, wenn ich ihn begrenzt hänge, perfekt. Da brauche ich immer ein weniger Sprit. 30 statt 40 Liter. Nice Drift. Moin Meister. Ja, Digga. Komm. Die Autos sind dafür gemacht, okay. Die haben, ja, sich damals 1940 gedacht, irgendwann werden in irgendeinem neuen modernen Rennspiel Leute dieses Auto in der D-Meisterschaft fahren und sich gegenseitig von der Strecke ran. Natürlich denken die das. Was soll man denn sonst denken? Moin Meister. So nicht. So nicht, Mini. Alter, yo, übertreib. Digga. Oh lol. Was? Nein. Ach so. Ich dachte schon, warum bist du gegen den Baum gefahren? Übertreib halt komplett. Ich dachte auch, du denkst die ganze Zeit in die Richtung. Warum schiebst du uns beide von der Strecke? Ich dachte so, hä, warum fährst du jetzt rechts gegen den Baum so, als ob du da hinlenkst, so, übertreib doch nicht. Ja, aus meiner Sicht sah das geil aus. Oh Mann, Alter. Weißt du, ich schieb dich und du lenkst nach rechts, stellst dich quer vor meinem Auto und wir fahren beide rechts in den Wald rein. Oh. Und dass du in den Wald reinfährst, ist bei mir auch angekommen. Oha. 12 Wheelspins. Oh, viel zu... Digga, 100.444... Ne, 100.000 was schon? 100.444.808. Geile Zahl. 571.582.543. Geile Zahl. Warum hat man in der Forza eigentlich keine glatte Summe? Warum sollte man? Wie wird die schief? Wo gibt man irgendwie so... Ja, du kriegst in Rennen doch andauernd schiefe Zahlen. Ach, stimmt. Das macht Sinn. Triggert voll. Schon irgendwie so ein scheiß System. Generell bei Geld, dass man ungerade Beträge haben kann. Ja, triggert. Dann will ich das lieber verbrennen. Für mich triggert das allein schon so bei Lautstärke-Reglern und so. Ich mach die entweder auf 5er oder 10er Schritte. Ich mach die nie dazwischen. Das ist einfach so. 5er gehen noch, aber sonst... Ja gut. Oh, Repeat. Würden 5er nicht gehen, wäre es auch ein bisschen laut manchmal vielleicht oder leise. Ja, Geld einfach scheiße. Stimmt. Ja, vor allem für dich, ne, weil du hast ja... No fault. Unterstütztes Bremsen, ja gut, Pete. Ist nicht so gut, auf jeden Fall. Ist jetzt der beste Zeitpunkt, um dich zu löschen. Ich glaube nicht, dass er das absichtlich anders macht. Hoffe ich für ihn. Let's go, noch eine Runde mit dem Wagen. Noch drei. Ja, noch drei. Das war doch das erste Rennen vorhin, ne? Ja. Schon vergessen so. Ja, Digga, verdränge ich hier aktiv. Ja, ist auch ein guter Offroader auf jeden Fall. Kann einfach alles. Weißpfandreifen. Hab mal einen Cars gelernt, sind OP. Safe. Keine Ahnung, wie du das aktiviert hast. Vielleicht aus Versehen beim Durchbrawlen. Wahrscheinlich. Also Leute, die das brauchen, sollten es einfach lassen, das Spiel zu spielen, glaube ich. Sie sollten nicht nur aufhören, das Spiel zu spielen. Also da beenden wir den Satz lieber. Wir wollen nicht gesperrt werden. Ich bin auf YouTube, mir kann nichts passieren. Nicht? Ah, also YouTube irrelevant. Ist mittlerweile auch. YouTube ist auch mittlerweile streng. Ja, ich glaube. Wenn die halt wissen würden, dass du existierst. Ja, eben. Ja. Ich glaube, die haben mich schon rausgestrichen, nur so vielen Videos 300 Subs haben. Und so einer wie du hat 300 Subs. Jetzt nicht mal 2 Subs von ihm. Hey Tim, bist du schon die Shopping Carts in Race Room gefahren? Nee, passt da nicht rein. Übrigens, Shopping Carts sind free, also Flofftop, wenn du es noch installiert hast, kannst du es auch machen. Musst du mal machen, die sind wild, ohne Scheiß. Nordschleife in 19 Minuten. Sind die ja, nur heute da? Sind wahrscheinlich nur heute da halt. Digga, was für mein Paket kommt bald, chill mal, Alter. Ich hab vorhin bestellt. Hä? Dienstag, ja, Dienstag ist bald, okay. Och nee. Was? Och nee, Forza. Was ist? Was ist beim Fahrzeug? Ich wird wieder ab. Oh. Ja, warum fährt die KI nicht los? Ich weiß nicht, wieso. Nee, ihr seid alle nicht losgefahren. Ja, die KI auch nicht, oder? Doch. KI schon. Ja, bei mir ist niemand losgefahren. Alter. Sollen wir lieber was anderes erstmal machen? Können wir ja. Stream doch Minecraft, da hast du wenigstens nicht andauernd Discos. Wer auch immer zu Disconnects Discos sagt. Tim anscheinend. Na gut, wenn wir auf dem Athanos-Server spielen, schon. Oder wenn man mit Luca spielt, der andauernd geht. Von Minecraft, Ja, okay, Tim. Unter Disco verstehe ich was anderes, aber... Unter Disco verstehe ich, gesperrt momentan wegen Corona. Ja. Bist du bereit für eine große Meisterschaft in diesem Frühling? Was rede ich da? Du hättest dich sonst ja gar nicht angemeldet. Das glaube ich dir irgendwie nicht, Floffer. Und Discord. Oder, nee, und DC. Hä? Ja, Discord und DC. DC ist Disconnect, oder halt DC. Aber DC ist Rack und Disconnect sind auch Rack, aber Disconnect sind wild. DC ist doch hier mit Batman und so. Ja, ist halt Rack. Was? Seid mir nicht frech, du. Oh my god, nice. Tatsächlich mit einem Aufbau, der richtig ist. Egal, mag ich aber den neuen. Fällt mir. Ja, ist nett. DC. Ach, stimmt. DC-Shoes. Ja. Gibt viele DCs. Einfach alle disconnected. Ah, der fährt sich sogar. Washington DC. Ist einfach wack. Disconnected. Washington DC ist einfach disconnected. Ja, genau. Danke, dass du es wiederholst. Gerne. Batman disconnected. Forza, Hilfe. Alles gut, wir laden in der Lobby. Ja, aber ich fahr gleich gegen den Baum. Oh. Ja, ich fahre im Rückwärtsgang vor mir. Jetzt Offroad-Reifen? Ist ein Offroad-Bild, ja. Für Offroad. Ah. Für exakt diese Meisterschaft vor, keine Ahnung. Ja, okay, aber vor sich gerade ganz okay, deswegen. Offroad-Builds fahren sich ja immer scheiße. Aber, ja, aber Offroad-Reifen bei A gehen eigentlich. Das sind normal, also. Ich meine, auf Straße. Ja, klar. Das sind normal. Irgendwie. Wird langsam ein bisschen warm hier drin. Jo. Erstmal einen Backflip machen. Oder wie auch immer die Scheiße nennen. Bin zu dumm für einen Backflip, deswegen mache ich sowas. Schon wack, dass er hier nicht eine Allradlenkung hat in dem Game. Selbst in The Crew 2 wird die dargestellt. Moin. Moin. Ah, neue Hupe. Ja. Ja, wieder meine alte. Braucht mal wieder was Neues. Na, verstehe ich. Ich hatte erst die, dann hatte ich Windows XP Hupe, dann hatte ich Polizeisirene wegen CVR. Dann hatte ich Lotusflöte und jetzt habe ich die wieder. Weil ich die mochte. Die war geil. Cool Story, Bro. Moin. Ich merke mir halt nur die wichtigen Sachen im Leben. Ja, kenne ich. Ich merke mir, wo die Länder in Afrika sind. Das sind Sachen, die man halt jeden Tag braucht. Ah, perfekt, am Checkpoint vorbei. Moin, moin, Flofthoff, moin. Ah, der Profi, Digga. Ja. Das wäre aber lange nicht mehr passiert eigentlich. Ich spiele ja auch kaum Forza. In Relation zu dem, wie viel ich spiele auch. Ja, komm. Ausreden. Du hast es ja gemerkt, aber bei der Vereinigten Nation bist du trotzdem reingeschissen. Hä? Okay. Was? Vereinte Nation. Also du meinst, ja, alle Länder. Ja, Digga. Alle Länder ist nochmal was anderes. Ja. So, da hast du ja einen begrenzten Bereich, wenn du nur Afrika machst oder so. Da weißt du halt, okay, das ist in Afrika, aber wenn du die ganze Welt machst, könnte es halt überall sein. Das kommt man schon, leicht durcheinander. Aber ja, muss ich auf jeden Fall noch üben. Um die ganze Welt richtig zu haben. Wichtigen Dinge im Leben. Aber Europa ist easy. Europa ist jetzt auch nicht so groß eigentlich, oder? Ja, wo ist denn Nordmazedonien? Ist das nicht so unten rechts quasi? Bei Bulgarien oder so? Ah, unten rechts bei Bulgarien. Eine genaue Angabe auf jeden Fall. Ja, was weiß ich, wie ich das schreiben soll. Nee, ich habe Erdkunde zum Glück nicht im Abi. Vor allem bei dem Lehrer, den wir haben nicht. Ich habe gefühlt alles in Mathe. Oha, Leno, Level 555, Prestige 5. Oha, 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 oha. Wild. Welches Abi? Ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt. Ah, so ein Ding ist das. Hallo. Erstmal gespeichert. Erstmal wegwerfen. Hast du gespeichert? Ja, Fluffstoff, du bist halt einfach nicht gut genug ins Ziel gefahren. Xbox Hack auf dem PC. Er macht den Arti. Stone Officer mit 10 Jahre später antworten. Ja. Ja, Discord war halt über deinem Chat. Auf fast einen vierten Monitor. So ein 21:9 Curve Monitor, auf den ich dann den Taskmanager... Der so da drüber ist, ne? Ja, wo ich dann den Taskmanager drauf machen kann. Sorry Emil, I guess. Ja, so ein eigener Riesenmonitor für einen Taskmanager wäre halt ein richtiger Weird Flex. Junge, ich habe jemanden gesehen auf Twitch, der hatte einen Monitor für Lieferando. Das ist auch Reflex, aber Taskmanager wäre absolut Reflex. Ja. Aber es ist halt irgendwie kacke, wenn du so zwei Sachen auf einem Monitor hast, finde ich. Also bei einigen Dingen so. Kommt drauf an. Keine Ahnung. Aha. Tandem Drift. Jetzt weiß ich, wofür Fluffdorf steht. Für Formula Drift. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, aber egal. Formula Love Driftdorf. Neue ungelesene Nachricht auf dem Discord online. Nein. Name Zero. Zero! Ja gut. Jetzt habe ich reingeschissen, jetzt kann ich gucken. Songs. Ach, das hast du, du Wichser. Sag doch was. Und? Oh, selbst Pete hat gesagt, sorry. Songs. Uff. Fehlt nur noch, dass Emil selber sagt, sorry. Das wäre schon Flex. Ja. Figgy fix. Zero. Ah, moin KI. Digga, KI bremst mich total ab. Digga, was ist denn hier los? Ja, flufft doch nicht halt die KI auf. Ja, aber ein bisschen weird. Die KI ist weird. Ja. Ja. Fluff auf 9. Ripperino, flufft auf. Dumme Fahr. Ja, fahr du doch! KI-Blocken habe ich jahrelang trainiert. Ach komm schon, verpiss dich KI. KI aus. Erstmal hier noch ein paar Donuts machen. Vielleicht solltest du auch mal fahren. Mal doch. Nice. Cooles Teamwork, Floptop. Einfach fair gewonnen durch Skill. Das ist schon ein Skill, die KI zurückzuholen. Ah, interessantes Profilbild. Meinst du Butzi? Sicherlich, dass da oben rechts diese Melone? Ja, ja, Melone. Butzi, gefällt dir das? So. Oha, Snoop Dogg ist wieder live. Das streamt? Cool. Ja, aber Fluffdorf war auf jeden Fall nice, wie die KI dich dann gegen den Baum geschlagen hat. Sah cool aus. Keine Fremdwerbung. Doch, darf Floftoff machen. Keine Fremdwerbung. Floftoff weiß, was gut ist. Habe mich sogar überschlagen dabei. Stonks. Warte mal, Fremdwerbung ist nicht erlaubt. Cool. Erstmal Lino-Link reinposten. Staubsauger. Ey, machst du jetzt einen auf Jero? Also Leute, wenn ihr Geld sparen wollt, auf einen coolen Staubsauger haben wollt, dann kauft da mit dem Code, ich habe keinen Code, 5 ein und spart ganze 0%. Lösch das mal, Tim, von Lino. Frech. Aber das von Flossdorf kann da bleiben. Das ist ein Henry. Was hast du gegen den Henry? Ja, alles. Das ist schon sad. Kann er nichts von Mods löschen oder was? Schon ein schlechter Mod dann. Oh. Also wenn man Moderatoren moderieren muss, dann ist irgendwas falsch. Junge, der fährt sich echt direkt. Schon. Moin. Nice Drift. Nice Cock. Da hab ich Bock auf Rolling. Wahrscheinlich ersteres, Tim. Da bin ich zusammen. Nee, nee. Kannst du es nicht löschen wegen Mod. Ah, schade. Dann wegen Mod. Ja, Lino. War der Video von Team und sowas. Muss man bannen, ja. Ja. Stimmt. Und anzeigen. Ja. Und verurteilen. Ja. Todesstrafe incoming. Moin Pete. Was geht ab? Bist du am Chillen oder was? Er lässt Gras wachsen. Ja, oh. Wie weit vorne wir beiden sind. Wie weit hinten alle sind. Das war wohl nichts. Ich bin der Beste bei Spielen, ja. Genau. So. Mod-Symbole anzeigen, ja, danke. Was ist denn das für eine Scheiße? Shot. Viking. Junge, der 3 Sterne. Sowas schickst du hier rein. 3 Sterne nur. Ich habe einfach nur eingegeben, cooler Staubsauger. Ja, ja, ist klar. Sollte man nicht nach coolen Staubsauger suchen, glaube ich. Eher komische Sachen. Hä, kann ich gar nicht verstehen. Kann ich auch nicht. Es gibt immer nur coole Staubsauger. Mega Grip. Auf Dirt streng. Ja, der Wagen hatte schon viel Grip, das stimmt. Cool. Message. Geil, der 250. 5 Turbo. Also wenn mir nicht läuft, wollte ich die KI aufhalten, damit ihr mir nach vorne kommt. Ist Teamwork? Die wohl auch nicht so gut. Mit dem Rabattcode, sorry, Emil, gibt's nochmal 10%. Nice, Digga. Ah. Muss echt mal Merch rausbringen. Ja. Dann werde ich reich. Nö. Schade. Aber Hit and Trip. Ja, diese 4 Abonnenten-YouTuber. Ich bring jetzt Merch raus. Ja, das Spreadshirt, Kacke. Eigentlich so Müll. Ich weiß gar nicht, ab wann sich's lohnen würde, wirklich Merch zu machen. Kann man nicht so pauschal sagen. Ja klar, kann man es nicht pauschal sagen, aber wenn man eine aktive Community hat, die aus mehr als 5 Leuten besteht. Sommer hat einfach ein T-Shirt, wo drauf steht, ich hab deine Mutter gefickt, du Hurensohn. Das wäre perfekt. Guter Punkt, ja. Ich würde es kaufen. Ich würde es auch kaufen. Ich würde mir selbst dafür Geld geben. Vor allem dann würdest du selbst einfach noch die Abgaben. Ich hoffe, ich bin ehrlich. Ja, Tim will family-friendly sein. Könnten ja Anton zuschauen. Ich pack's bei mir in den Shop. Für dich. Ja, Mann. Kriegt dann 120% der Einnahmen. Ja, easy. Dann bekomme ich halt die restlichen. Hä? Ja, ab von dem, was nicht bei der Produktion dann weg. So. Ich verlange einfach 80 €. Wir haben irgendwen verloren, Pete. Mayday, Mayday. Ah, ne, doch nicht. Leute, ich drehe so schnell, dass nur 60 FPS manchmal stehen muss. Oh, 60 Umdrehungen pro Sekunde. Chillig. Ja, ich habe Kopfschmerzen, perfekt. Kein Problem. Ich hab's selber gemacht. Wieder Auto des Anführers, perfekt. Hä? Oh nein. Oh nein. Nicht das schon wieder, ich hab ein Trauma. Von den OP Racing Lines? Ja. Ich hab doch mal... Wieso ich? Wir alle haben Disconnect. Erstens ist das so, zweitens hör auf Discord zu sagen, das ist fast genauso schlimm wie 2:45. Ja, es macht... Ich kann mir da nichts drunter vorstellen, was soll das heißen, 2:45? Retarded. 2:45, 2:45, 2:45. Man würde es... 15:45 Uhr sein, würde es Sinn ergeben, aber es ist 14:45 Uhr nach Tims Logo, was keinen Sinn ergibt. Beziehungsweise Schlaganfall. Ja. Nein, Tim, lass es einfach. Das ergibt noch weniger Sinn. Egal, wir lassen das Thema einfach. Wir sind uns einig. Cornflakes zuerst, dann Milch. Über andere Sachen reden wir nicht. Egal, egal. Weißt du, Pete sagt jetzt auch was anderes. Ein Dreiviertel vor 3, also 14:45, sagt was anderes als Tim bei derselben Bezeichnung. Das zeigt schon alles. Das endet nicht gut. Na ja, gut, dass fast bei beiden die gleichen sind, Tim, aber egal. Nee, meine sind besser. Weil der einzige Unterschied ist... Ja, du bist neidisch, okay. Ja. Ich wissen es. Ich hätte auch gern Tim bei mir im Stream. Glaube ich denn. Ja. Ich würde gerne mal sehen, wie Tim Leon backseatet. Das wäre lustig. Oh. Leon hat keinen Bock mehr auf uns. Weil wir gesagt haben, dass Fernseher keinen Lüfter haben. Dann war er mad und ist geleftet. Digga, wie kommt man da drauf, dass ein Fernseher einen Lüfter hat? Also, dass alle Fernseher Lüfter haben. WTF? Keine Ahnung. Vielleicht ein paar, aber doch nicht alle. Und Smartphones haben auch Lüfter, natürlich. Sorry, Pete. Ja, hat er den Checkpoint bekommen? Nein, ich dachte schon. Smartphones sind zu 90% Lüfter, das wissen die wenigstens nicht. Smartphones sind Lüfter mit extra Funktion. Ja. Ja, die Lenkräder waren auch lit damals, geh mal Ego-Perspektive. Einfach größer als wir. Ja. Größer als Anton. Ja, so das innere Lenkrad ist normal, aber das äußere. Ich meine, ja, ich verstehe schon, warum die ein großes genommen haben, aber es ist halt trotzdem weird. Vor allem, wie passen deine Beine noch da drunter so, ohne dass du da die ganze Zeit gegenschlägst? Gar nicht. Einfach Beine abschneiden. Ja, aber es ist trotzdem weird. Ja, kleine Lenkräder sind auch entspannt zu fahren, wenn es nee, damals 170 ist. Ja, eben, das 30. Auto ist von 1950 oder so. Ein kleiner Lenkräder ja. Nicht so entspannt, aber... Trotzdem ist es weird. Im Auto ist es auch entspannt. Hat ja, aber du hattest damals kein Power-Steering. Ja, das weiß ich. Wäre schon wild, aber Tim wehrt sich ja gegen neue Technologien. Gegen sowas wie Bremsen. Ich glaube, jedes Auto hat Bremsen. Wer kann sich ein aktuelles Auto leisten? Doch ja, kein du Porsche schon mal nicht, aber normale Menschen. Also für mich sind aktuelle Autos 2010. Die sind jetzt nicht unbedingt mega teuer. Was ich verstehen kann, so diese ganzen hier Bremsassistenten und so, die bremsen oder dich warnen, wenn du irgendwo angeblich zu nah auffährst und Spurhalteassistenz, die fucken schon hart ab manchmal und bringen auch nicht viel. Abstellen. Tatsächlich nicht wirklich. Also wir haben das ja in einem unserer Fahrzeuge. Und wenn du das ausstellst, dann machen die trotzdem weiter. Dann ist das Auto einfach scheiße. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das Einzige ist. 2 von 3 Autos haben eh Servo, ja. Servolenkung ist ja auch nichts Schlechtes. So. 2 von deinen 3 Autos, ja dann ist klar, warum du kein Geld hast. Servolenkung ist jetzt nichts sonderlich Neues. Neues relativ. Ja gut, dieses Auto hat es jetzt vielleicht nicht, aber 1990, safe. Hatten das da schon einige. war schon relativ nur im Jahr 1977. Ja, gut, ne? Ah, chillig. Wir überleben vielleicht das erste Rennen. Ey. Nicht so laut. So weit fahren wir gerade auch. Wir überleben vielleicht das erste Rennen. Alles klar. Ich glaube, die ist nicht sonderlich schneller, die Linie flopft oft mit den Autos. Lass ihn. Lass ihn seine OP-Linie fahren. Oh, jo, wild, einfach Chamäleon. Profilbild, umrechts. Danke, Tim. Aber bisher 0 ausgelassene Frames. Ja, das Problem ist, bei Forza ist er eh relativ schnell wieder da. Ist ja kein langes Event, das abbricht. Ich meine, ist natürlich nice. Aber sieht cool aus, ja, das stimmt. Ja. Warum eigentlich WLAN? Ich bin immer noch per LAN verbunden. Trotzdem WLAN-Router. Aber ist es nicht über dieses Power-Ding da? Ja. Ja, ist also nicht LAN. Ja, ich bin noch nicht per W. Ja, es ist ein Mittelding eigentlich. Das WLAN zum Teil. Ist Schrott. Also, nee, es ist nicht zum Teil WLAN, es ist aber Müll. Pauline ist Müll, Punkt. Du musst das gar nicht weiter spezifizieren, es ist Müll. Der Moment, wenn dumme Timo seine Route erklären muss. Ja. Ja, das ist immer so nervig. Ah, perfekt. Kurvenlage 500. Ja, 500. Gute Angabe. Oh ne, Emil. Sorry, Emil. Wie viele Kurven lagerst du so? 500. Perfekt. Digga, du rammst hier halt absolut extra weg, weil WDF. Ja, wie hat er den bekommen? Ich wollte ihn nur testen. Ah. Wolltest du testen? Hm, angenehm, die ganze Zeit über Grenzer zu hängen. Vor allem mit den Zahlen. Hätte man nicht länger aber setzen können, nee, nee. Nee. Boah, sogar 881. Hey, Tandem dürft durch die Kurve. Oder auch nicht. Finde ich schon wack. Jo. Hey, wie lange geht das Rennen eigentlich? Das ist eigentlich recht kurz. Ja, mit dem Wagen jetzt nicht so kurz. Du kleiner Heiß. Ich hab dich da nicht mal richtig berührt. Nein, nein, hast du nicht, stimmt. Nicht, dass du damit wegsliden würdest, so. Du hast einfach nicht gebremst. Genau, genau. Ich bin das Problem nicht so. Ja, eigentlich schon. Es kommt halt davon, wenn du nicht mit mir Tandem driften willst. Ja. Dann rammst du mich halt weg. Ja, mit Recht. Oh, nice Driftluft auf. Okay, das war knapp. Ich habe mit Floptopf gehst du dann. Aber wie will ich bremsen, wenn der Wagen keine Bremsen hat? Schwierig. Hat gefühlt mehr Bremsen als der Porsche Cup Germany Porsche. Ja, der hat vielleicht mehr Bremsen, aber dafür keine Reifen. Der bringt die Bremsen auch nicht so viel. Stimmt. Lit. Eins, zwei, drei, vier, 12. Sind wir die ganze Zeit noch 5 Leute? Ja. Hm. Der Luca kommt auch nicht mal online. Nö. Ist der Weirdo etwa draußen oder was? Mit Batteriewechsel noch fast ins Ziel kommen. Oh, nice. Bro. Schon mal was von einem Kabel gehört? Ich war viel zu kalt. Ja. Ach, Floftoff. Floftoff ist broken. Das ist T-Shirt-Wetter. Bestes Wetter, um drin zu bleiben. Mit Kabel komme ich nicht aufs Klo. Louis. Was? Nimmst du irgendwie deinen ganzen PC mit aufs Klo und spielst von da oder aus so einem Band? Ich hinterfrag's einfach mal gar nicht, aber ja. Ach so, wahrscheinlich Headset oder so. Hä? Nee, welches Headset hat Batterien? Eins von 1970? Keine Ahnung. Gab's doch schon Batterien? Keine Ahnung. Moin. Ja, entspannter Roadtrip. Ja. Ist schon chillig. Chillig. Was denn? Alles gut. Hallo. Hallo. Das ist gut für den Motor auf jeden Fall. Ja. Oh. Ist auch gut für die Karosserie, was du da machst. Ja, ja. Wissen die wenigsten. Aber es ist gut für den Lack, wenn man den mal gegen die Wand fährt. Hält den lange in gutem Zustand. Sag ich doch, Timos Zuschauer sind weird. Moin. Dieses Armutsduell. Keiner kann schneller fahren. Easy. So, dann mach Statement, Pete. Muss jetzt aber schon ziehen, die Erklärung. Hat wahrscheinlich seinen Bildschirm so in die Wand eingebaut und kann ihn einfach rumdrehen und aufs Klo. Ja, das kann man von beiden Seiten drauf gucken. Ja, hat so ein Bildschirm überall in der Wohnung, die mit dem PC verbunden ist. So ein Hologramm. Hat einfach keine Wände im Dings. Keine Wände, valid. Was? Läuft auf keine Wände, valid. Einfach draußen wohnen. Einfach so keine Wände, aber eine Decke, die schwebt. Und einen Boden. Ja. Nee, bei Party kurz Hände waschen zusammen mit Controller und Headset. Okay. Nee, bei Party kurz Hände. Ich. Ja, hinterfrag's nicht. Ist Erklärung genug, glaube ich. Also nicht wirklich, aber mehr Erklärung wäre, glaube ich, auch nicht besser. Ja. Oh, Quarzregal gegen Vaux Corsa 2009. 74% der Spieler stimmen für ein Quarzregal, ja. Ist aber auch viel besser. Kannst da noch ein Type D rausholen. Heißt, du hast zwei Autos. Ja, was? Backseat Pass. Ah. Ich hab dir nicht zugehört, deswegen. Ein Zimmer. Ja, wenn bei ein Zimmer mit so Toilette und Küche mit inbegriffen ist, dann ja. Und dann so hochkant an der Wand schlafen. Stell ich mir nicht nice vor. Ach so. Xbox Party meinst du, oder? Benutze Party teilweise ab und zu wie Telefon. Ich verstehe es immer noch nicht. Da kommst du nicht mal raus, Pete. Ernsthaft, ein 280 SL. Uff. Oha, wir könnten Jesco fahren. Wir können es aber auch lassen. Oha. Ich wüsste gerne, worum es geht. Also, welche Klasse? S2, Königsweg. Ach komm, ja, es war scheiße, aber egal. Ja, ist lit, aber den hatte ich halt die ganze Zeit nicht. Bis sie mir Luca verkauft hat, auf 5, also auf 100%iger legiter Weise. Ja, hatte ihn halt einfach den Wagen. Hatte mir den verkauft. Ja, aber ich brauchte den halt die ganze Zeit. Jetzt kommt er, jetzt. Naja. Ah, das Teil hat auch keine Bremsen. Und irgendwie kein Grip. Aber damit komme ich klar. Bist Luca oder was? Ja. Nice. Bin am Anfang hier von Forza Horizon 4, als ich den One-to-One hatte, bin ich dann sehr lange auf X mit Heckantrieb gefahren. Ah, bist ja auch lost. Wollt ihr ihn halt nicht swappen? Hallo, Rakanai. Rakanai. Sind so dumm für Wörter? Ja, wie wir alle. Ja. Ja. Weiß einer, wie man draftet? Ich spiele mit Schaltung und Kupplung. Nein, muss er nichts umstellen. Gut, aber wie soll man Driften erklären? Längst ein, Handbremse. Wenn du mit Kupplung nicht klarkommst, dann würde ich die lieber ausmachen. Ja. Brauchst halt viel Leistung. Ja, was halt Sinn ergibt, ist, wenn du Kupplung und Handbremse gleichzeitig drücken kannst, wie ich. Also X und A zum Beispiel. Oder Y und B, keine Ahnung, irgendwie sowas. Kommt halt drauf an, womit du schaltest. So. Ah, Kupplung ist mir zu viel. Mit L. Also auf dem PS3-Controller auf. Ja, jetzt ist die Frage L1 und L2. Ja, wahrscheinlich L1, also nicht den Trigger. Ja, aber Schalten brauchst du ja, musst ja 2000 ja, Schalten. Oder meint der Kupplung auf L1? Ja, schaltet mit... Ah. So, gute Frage. Ja, schaltest du mit L1 und R1 oder ist L1 deine Kupplung? Ich glaube Kupplung, ist ja standardmäßig so. Die ist ja standardmäßig auf L1. Ich fahre einfach durch eine KI durch, perfekt. Beziehungsweise LB. L1 Schaltung. L1 Kupplung. Okay, ja, keine Ahnung, musst du dann irgendwo Handbremse belegen, wo du gleichzeitig drücken kannst, so. Keine Ahnung, A oder so. Oder X, besser gesagt. Kurve. Keine Ahnung. Kupplung ist, brauche ich jetzt nicht in Forza. Der Wagen lässt sich ja sogar ein bisschen fahren, wenn er Speed hat. Ja. Mini. Hm, sehe ich. Komm, scheiß Traffic. Läuft auf Shortcut. Oh moin, Domme. Moin. Domme, du bist... Ich bin erst! Sorry, Flop, Domme. Wie? Ja, musst du halt üben, ne? Ja. Irgendwann kann man halt schon driften. Ja, ich finde, man kann es halt schwer erklären. Wo bin ich mit Gang überfordert, Tim? Was willst du denn jetzt? Ich bin mit deiner Mutter überfordert, aber mehr auch nicht. Die passt nicht in den LKW. Ja. Schlimm. Das Getriebe im Jesco ist einfach scheiße, Tim. Das ist scheiße. Da kommt niemand mit klar. Außerdem muss ich hier die ganze Zeit auf den Chat achten, ja. Ja, antworten. Wenn du ein guter Streamer bist, dann ist das nicht das Problem. Also ich komme nicht. Dann Handbremse oder Gegenlenken. Also wenn du nach rechts driften willst, nach links einlenken. Ja, dann du brauchst vor allem Leistung. Nicht unbedingt. Also. Ja, Leistung wäre aber hilfreich. Echt, hör mal auf zu schreien, da muss er nicht mehr lesen. Stonks. Was willst du denn, Tim? Der ist richtig am Fronten. Tim würde keine 5 Meter mit dem Teil schaffen. Das Spiel wäre zu modern, die Physics nicht realistisch genug, weil das Auto nicht lebendig genug ist. Und sein PC würde explodieren. So. Was? Ja, Lino ist wack, der hat ihren. Ich glaube, er meinte den Typen, der driften will. Ach so. Ja, man kann taggen, sollte man vielleicht benutzen. Ja. Ey, kannst du mal aus Stoff rausdommen? Nee. Ich mag das. Ist schön warm. Ey, Junge, was sind das für eine Bumsparade? Alles teleportiert sich hier einfach nur. Ja, leckt halt quer durchs Feld. Oh mein Gott, hab, deine Mom. What the fuck? Was passiert? Was zum Teufel? Ja, lustig, Tim. Du Comedy-Legende. Hallo, Floftoff. Hallo, Pete. Ah, nein, nicht, nein. Oh mein Gott. Dreh dich. Nicht gegen den Baum vielleicht. Ah, Emil. Kurz vor einer Kurve. Wird das ein Sorry, Emil? Es wird ein Emil schießt sich selber ab. Jo. Sorry, die Nachricht kann ich jetzt gerade nicht lesen auf der Schnelle. Fühle ich aber. Ey, was soll das denn, KI? Wenn es ein Rennen ist mit D oder so, mit B, A. Oder nicht mit dem Jesko. Mit dem Jesko auf Heckantrieb nachts bei 300 km/h durchkommen. Ein Forza, wo die KI einen komplett umbringen will. Oh mein Gott, die Kurve. Fühle ich. So. Wie man driftet, das weiß ich, aber weiß ich nicht. Also du weißt einfach nicht, wie du den Wagen in den Drift reinbekommst, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber du kannst ihn halten. Also, du, wenn du ein Fahrzeug hast, sag mal, du möchtest nach rechts driften, dann lenkst du, jetzt beim normalen, lenkst du nach rechts, tippst einmal kurz die Handbremse an, dass das Heck rumkommt und dann bist du im Drift und wie halt normal. Gas, um das Heck rumzuhalten. Genau. Was du auch machen kannst, was halt eine normale Transition ist, dass du nach links lenkst, wenn du nach rechts öffnest, also erst nach links und dann nach rechts und währenddessen vom Gas gehst und dann beim rechts einlenken voll aufs Gas trittst. Das geht auch, wenn du genug Leistung dafür hast. Ja. Ja, das sind eigentlich so die Sachen. Aber das zu erklären ist halt auch kacke. Ja, bist wahrscheinlich relativ neuen Forza, denke ich mal. Braucht man halt seine Zeit, um reinzukommen. Ja. Und wenn du Handbremse drückst, musst du halt gleichzeitig Kupplung drücken, weil du ja ansonsten den Wagen abwirkst. Ja. Ist nicht so gut dafür. Vielleicht übst du auch erstmal mit, also ohne Kupplung. Könnte auch hilfreich sein, bis du es halt kannst und dann kannst du es anmachen. Ja, Lino, du bist halt diese ersten Viergänger. Bisschen erfahrener an Forza, glaube ich. Ja, das ist eine. Hättest du nicht. Need for Speed ist was komplett anderes. Eben. What the fuck, was ist das für? Also man. Ja, das frage ich gerade auch. Man sollte nicht die Erwartung haben, dass man jetzt so driftet wie ein NFS. Sollen wir die KI vielleicht ein bisschen aufhalten, weil wir das Event gewinnen müssen? Ach, die schaffen das schon. Oder nee. Ach, die schaffen das schon. Nef ist auch. Ja, FA4 ist auch noch Arcade, aber halt noch deutlich mehr realistisch als halt. Also. FA4 ist schon so das optimale Handling. ist auf jeden Fall, also, wenn ich mich nicht komplett vertue, das, also von den moderneren Spielen, vor allem das realistischste Open-World-Spiel. Ja, safe. Von jedem, also welches Open-World, welcher... Ich weiß halt nicht, wie es ist bei Test Drive Unlimited. Nein, nein. Ich habe das nie gespielt, deswegen kann ich nicht sagen. Auf keinen Fall so ein Handling. Aber Forza realistischer als Need for Speed, aber nicht so wie Forza. Ja. Da soll ja auch ein neues rauskommen. Alter, die KI. Ah, hat ja... Ja. Ah, na, warte. Komm schon, Fluffdorf, fahr doch. Fluffdorf macht mir wieder Angst. Fluffdorf, Fluffdorf! Hm. Ja, fände ich auch nice. Also für Nacht zum Beispiel, wenn man da illegale Straßen ranfährt, könnte reinpassen. Weil die sind ja illegal. Hä? Ist das bei dir auch so komplett verbuggt? Nee. Bei mir haben Platz 7 und Platz 8 gar nicht beendet und wir waren kurz davor zu gewinnen. Dann hatten wir auf einmal weniger Punkte als vorher. Wir haben komplett verloren bei mir. Aber anscheinend auch nicht. Meisterschaftsgewinner. Hä? Hey, ich akzeptiere das, ja. Also sowas hatte ich auch lange nicht mehr. Ich schwör mich da nicht. Ich auch nicht. Geil, Hasenohren. Oh, geil, Hasenohren. Wir sind jetzt alle Furries. Ich hatte die nicht mal. Das ist das Gute. Fahrzeug kommt drauf an, also... Danke, Lino, dass du so meinen Chat beantwortest. Ja, kein Problem. Ja, ein Formula D-Auto zum Beispiel kann man ja, easy mit driften. Aber man kann auch sehr gut mit generell viel... Ah, jetzt kommst du wieder mit deinen Profi-Tipps. Also so BRZ oder Mustang oder sowas geht eigentlich alles gut. Aber einfach ist halt eher ein Formula Drift-Auto. Ja, das da ist halt sehr anders, sehr anders. Ja, nee, Centenario, das ist was anderes. Also, du kannst ihn driften, du solltest vielleicht nicht. Nee, weil das, nee. Du hast einfach nicht den Lenkwinkel und so, das ist nicht wirklich driften. Und immer ein Driftfahrwerk einbauen ist wichtig, dann kommt man auch noch besser rum. Ja, ist im Regelfall auf jeden Fall besser. Hier ist B-Tail. B-Tail ist lit. Muss ich sagen. Huch, den wollt ihr gar nicht nehmen. Fluffdorf hat die Kolonne verlassen, frech. Ja, ist echt. Ohne was zu sagen, ey. Abgehobener Typ. Mein bestes Drift-Out ist der Bart 500 Stonks. Ja, das glaube ich dir halt wirklich. Warte, bleib mal da an der Kreuzung stehen, Dame. Ach, moin. Moin, Meister. Wurde ich nur für benutzt für die Season, aber ehrlich. Benutzt. Deswegen bist du letzte Woche nicht da gewesen. Schöne Feiertage dir, Emil, danke fürs Mitmachen. Ja gut, ne, aber ist jetzt nicht so OP zum Driften, glaube ich. Jo, E-Mail, ja auch. Ja, gut, Sleeper gibt einigen in Forza. Muss ja nur stock aussehen, aber kann halt viel Leistung haben. Sieht man ja nicht. Oh lol. Nimm dir am besten mal irgendein JDM, bau das Heckantrieb und dann, der ist wahrscheinlich Heckantrieb, bau das mal auf mit Leistung. Silvia ist 15, ist gut, 240 SX ist relativ gut. Ja, irgendwas für einen Heckantrieb, Leistung und Driftfahrwerk. Oha, alle verlassen wir uns. Können gleich noch Vorsatran ausgenutzt. Hä? Können gleich noch Vorsatran fahren. Stimmt. Du hast Heckantrieb, oder? Ja. Ich dürfte fast nicht, Albert. Uff. Ah, perfekt. Ja, nice, Regen. Bin dann auch mal raus. Ja, ja. Ja, doch, doch. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Ausnutzen. Mensch, nimm mal. In Wirklichkeit haben wir ihn ja ausgenutzt, weil er... Weil wir nur eine Person brauchten. Ja. Jeder? 2000 ist DS 15, 92 dürfte DS 13 sein. Jede ist eigentlich gut. Ja. Also von daher. Ist egal, welche du nimmst. Nimm halt die, die du am schönsten findest. Immer Map anmachen, also die Leute, Spieler auf der Map anmachen. Oha. Hat die auch Heckantrieb? Stop. Oha. Die Wish Gang. Für keiner überbietet. Ach, die sind doch günstig. Hol dir eine. Ja. Hol dir eine direkt. Wie viel Geld hast du denn? By the way, habe für 56k einen Port gegeben. Aha. Kannst du ein bisschen schneller da durch? Nee, nicht wenn ich den Chat lese. Du Hund. Nice. Nice. Ist das dein Eiergarten? Nö. Stopp. Allradding hatte ich auf einem anderen Account. Kann ja sein, dass du das von Luca nochmal gedownloadet hattest. Nee, hab wenige Tunings drauf bis jetzt. Gegen eine Kante gekommen und wurde einfach über die ganze Strecke katapultiert. Ja, bist aber zu breit. Ja. Du bist aber die Kante. Ja, mit dem Auktionshaus kann man gut Geld machen. Beziehungsweise sparen. Ja, kann man auch Geld machen. Teurer verkauft. Aber ist halt ein bisschen mühsam. Das muss man einen 5er-Tango machen. I don't know. 3 Stunden am Blitzern. Super GT war. Übung. Also, ich will ja nicht sagen, ich habe viele Stunden in Forza, aber... Wir haben beide ein bisschen viele Stunden in Forza. Ja, ich habe über 3000 Stunden in Forza Horizon 4. 3000? 2000? Also du hast, ich habe 2500, du hast wahrscheinlich so 2,7 mittlerweile. 2,8. Ich kann mal gucken. Ich glaube nicht, dass du 3000 hast. Also, das wäre schon krass. Ja. Mach mal das Telemetrie-Ding. Okay. Welches das? Oder... So, ich guck mal. Also, Rechner. 107 Tage mal 24. Oder hält was mehr Stunden? Na gut, das ist mehr Stunden als ich, macht Sinn. Eigentlich schon. Mittlerweile. So, einmal auf dem Account so viel und auf dem anderen. Ich glaube schon, ich weiß aber nicht, wo man es sehen kann. Also insgesamt über 3000. Hast du? Insgesamt mit beiden Accounts habe ich über 3000. Wild. Ja. So. Aha. Der Mercedes-Fan. Du brauchst einen super GT-Wagen für Forza-Tron. Oh. Können wir mit Head-to-Head die überholenden Ding machen? Super GT. Oh. Digga, erstmal. Junge! Erstmal einen richtigen Filter suchen. Tipp ist unter GT-Wagen. Nee, ich meine, ich habe die falschen Dinger gemacht da. Erst nach Marke, dann nach. Das andere da. Typisch. Weil man es gekauft hat. Kann man, glaube ich, nachgucken, wann man irgendwas gekauft hat. Aber halt im Internet auf der Seite. Ich glaube, im Microsoft Store steht auch irgendwo gekauft am. Ja, wir müssen das, so und so viele Überholmanöver machen. Achso. Okay. Ein richtiges Fast and Furious Rennen. Schön spannend. Ja. Wer gewinnt? Ja, Digga. Man knapp überholen oder was? Ich weiß nicht, was für ein Überholen wir brauchen, deswegen fahre ich möglichst knapp für Ultimatives. Ich muss eigentlich so ein bisschen mehr Abstand vielleicht ab und zu mal. Ah, stimmt, ist ja Gravel. Ja, du musst mal mehr Abstand. Ah, ich habe mir auch Dirt 5 geholt, aber es noch nicht gespielt. War halt im Angebot. Ich überlege, ob ich ein Spiel habe, was ich gekauft habe, aber nicht gespielt habe, also so wenig gespielt habe, dass man es nicht... Habe ich nicht nur eins. Ich glaube, ich habe tatsächlich keins, was ich nicht gespielt habe. Es sind halt Spiele, die man sich kauft, um sie zu haben, keine Ahnung. Warum über Dirt? Weil. Ah, Grip. Ich hab keinen Grip. Du musst nicht so nah überholen, das ist ganz normales Überholen. Ja, aber ich muss dagegen lenken. Du musst fahren lernen vor allem. Ja, fahr du den Wagen hier mal. Ja, dann fahr ihn doch nicht. Ja, auf der Straße geht er ja gut, aber nicht auf Dirt. Lass mal auf die Straße, bitte. Ja, nice. Ja, Dirt 3 habe ich auch geschenkt bekommen. Von Luca. Ehre. Hat auch nur 1 Euro gekostet, der Key. Okay, du bist bei mir gerade einfach in den Wald abgebogen. Perfekt. Ah, belastend. Passiert. Ja, war wahrscheinlich ganz oben, hat er sich direkt genommen. Zerstörung. Einfach Rezo. Einfach Rezo. Zwei Idioten, ein dummer Gedanke. Ah, chillig. Jetzt das gute Überholen. Ich habe überholt. Sagen wir es mal so. So, wie viel brauche ich noch? 3. 2. Ah, perfekt. Ja. Auf Dirt. Moin. Sorry. Ja, hab's. Ich noch nicht. Ich doch jetzt. Mal beenden und auf dich scheißen. Ihr könnt online, ich nicht. Muss wahrscheinlich noch Teredo oder... Oder du musst erstmal Prolog da durchspielen. Nee, so. Teredo. Das ist scheiße. Warte, was jetzt? 9 Sterne in Driftzone, ne? Ja. Weiß ich nicht. 9 Sterne in Driftzone. Festival that is. Ja, wenn's schon mal ging, dann müsste es ja... Kannst du wahrscheinlich in einer Fritzbox anstellen oder ausstellen, besser gesagt. Der ist halt scheiße zu finden, weil der irgendwo... Ich finde den selbst jedes Mal nicht. Ja, den kann man schon finden, aber... Ja, den kann man finden, aber es ist... Der ist nicht unterfüllt. Ist es aus? Ja, perfekt. Oh, lol. Hm, weiß ich auch nicht. Einfach gebannt, Kappa. Aha. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, wenn man weiß, wo der ist, findet man den eigentlich schon ganz fix. Ja, welche Driftzone ist easy? Festival, die ganze Zeit im Kreis. Du hast dein Ziel erreicht. Songs. Man merkt, ist kein Drifter. Du hast dein Ziel erreicht. Drei Sterne Blitzer Princess Street, Edinburgh. Und willst du noch näher an dein Mikro gehen? Ja. Nein. Ja. Warte, welches Auto hat den höchsten Topspeed hiervon? Wahrscheinlich der. Jo. Princess Street Gardens. Ist das oder? Nee, du bist Old Town. Da. Ja, das ist manchmal ganz komisch. Hat mich auch schon abgefuckt. So, habe ich jetzt mal genug? Princess Street. Ja. Hat das gereicht? Wahrscheinlich der hier, ne? Nee, Old Town. Nein, das ist der auf der Hauptstraße. 370? Uff. Oh, ich glaube, das schafft der gar nicht hier. Ich glaube, ich habe keinen Super GT-Wagen, der 370 fährt. Welchen hast du denn gerade? F12 Berlinetta, weil ich den als einziges hoch aufgebaut habe. Ne, 383 würde er schaffen. Vielleicht mehr. 388. 397. Okay, der wird es schaffen wahrscheinlich. Also, du willst eine Stunde auf den Wagen warten? Ich würd den einfach direkt im Dingens da holen, im Shop. Ja, eben. Würde ich auch eigentlich. Weniger Stresserei. Lohnt sich halt nicht für so einen günstigen Wagen. Außerdem kannst du noch die Perks eingeben, dann kriegst du hier Spins raus, dann hast du das Geld wieder raus. So. Achso, ja, 6 Minuten, ja, dann geht's. Ja, Perks macht auch keiner. Aber Perks kriegst du ja auch noch Level Up dazu, ist eigentlich praktisch. Ja, macht keiner, wenn er den verkauft ist. Sind die meistens noch unbenutzt. Keine Ahnung, bei mir waren die voll oft ausgegeben. Ja, früher. Ja, gut. Mittlerweile. 150. Wie viele Autos hast du denn momentan? Das sollte gehen mit dem. Bei weitem nicht, Alter. 355. Ich hatte 357. Wo sieht man das, wie viele Autos du hast? Hier auf Autos gehen. Ja. Dann sieht man hier, wie viel man hat. Ach, das ist ein bisschen nervig gerade hier. Ach, ich erinnere mich aber auch, es war eine andere Fahrzeugklasse, aber auch der Blitzer, das war so nervig. 53 noch. Ja, gut. Und wenn du hier Fähigkeitspunkte übrig hast, immer schon rein, ne? Aber vor allem, du musst auch eigentlich gar nicht so wirtschaftlich denken in diesem Spiel, weil du machst ein Rennen von einer halben Stunde oder so und du bist reich für das Erste. An dem Punkt. Ja, dann, wenn du 200 Punkte hast, dann steck dir mal in die Autos rein. 372, wie viel brauche ich? 370, okay, ich hab's. Der Skiller. Ja, mach das. Perfekt. Oh, Alfa Romeo Q4 im Forsaton-Shop. Geil. Cool. Ja, fast nice. Warte, habe ich den zweimal? Nee, ne? Nee, komm. Doch, habe ich. Komm ich mir trotzdem nochmal. Mein Fanboy. Hey, wie kann ich's denn noch? Mit welchen Wagen machst du das? F12 Berlinetta, aber kannst du mit jedem aufgebauten, glaube ich, machen. Also voll aufgebauten. Das ist halt der einzige, den ich habe davon. Ich muss auch noch was verändern. Also. Meinst du den hier, den Porsche? Weil den kriegt man nur, wenn man... Wenn ich Unige Porsche bekommst du bei Stufe 15 illegale Straßenszene oder Stufe 16. Ja, ja, das sind dann die anderen, ne? Also. Wo sind die? Diese Events. Straßenszene, da kriegt man den. Bei diesen hier kriegt man den nicht. Das ist nervig, der Blitzer. Mhm. Kann ja mal gucken, ob er von der anderen Seite easier ist mit den Autos. Ja, aber Tim, wenn du noch da bist, ne, dann fahr mal später noch die Shopping-Carts, die sind wild. Die sind absolut wild. Ja, pff, ich fahr eigentlich alles Mögliche. Moment. Ich probier das noch eben danach, wenn ich essen will. Mhm. Was probierst du? Ob das von der anderen Seite easier ist, aber ich glaube nicht. Nee. 360. Easy Forza dann, ja. Wenn das im Namen steht, muss es ja richtig sein, ne? Naja, ich würde dann sagen, ich beende erstmal meinen Stream und so. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.